Guten Abend. Leute, wie geht's euch? Habt ihr gut? Bester Song aus dem ganzen Chrono Trigger OST, finde ich. Und vielleicht auch der beste Charakter. Neben Chrono. Ich meine, Chrono ist sowieso cool, auch wenn er nichts sagt. Wenige Helden in den Spielen sind immer arschcool, wenn sie nichts sagen. Ich meine, das ist so Gordon Freeman Ranking eigentlich schon, ne? Deswegen hat er sich so zur Ruhe gesetzt, Le Braun. Der hat seinen Teil schon gemacht. Chrono Trigger Let's Play. Gibt's auch schon haufenweise von. Nicht die schlechteste Idee. Vor allem, die Story ist ja sowieso imbanesisch. Was nehmen wir noch Schönes? Wo sind die ganzen Charakter-OSTs? Ganz ehrlich. Robo-Steam zum Beispiel, genau. Er ist die 32 in der Liste. Wow, das ist spät. Ja eben, Link ist auch cool. Aber das schafft eben nicht jeder Held. Nur weil man gesagt automatisch. So Doom Marine zum Beispiel geht da auch noch. Was wäre ein Anti-Beispiel? Fällt euch gerade ein schlechter, schweigender Held ein? Das muss ich nämlich überlegen. Warte mal, ich geh mal ganz kurz Steam durch. Vielleicht fällt mir spontan was auf. Bioshock spricht man, Deus Ex spricht man. Ja gut, ist die Frage, ob man nicht spricht überhaupt nicht oder halt nur der Text nicht ausgesprochen wird. Ich meine, man kann ja die Dialogoption auswählen, aber der Charakter sagt sie dann nicht, sondern es wird einfach geskippt zum nächsten Kommentar des Angesprochenen zum Beispiel. Samus? Ja gut, ich würde Samus nicht auf die Stufe von Gordon Freeman stellen, aber die hat mit den ganzen Spielen, glaube ich, auch schon so einen gewissen Coolness-Faktor erreicht. Ich würde sogar Lara Croft noch unter sie setzen, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, Lara Croft ist zwar cool in die alten Lara Croft-Spiele, die neuen weiß ich nicht, ob man das so gleichsetzen kann. Da ist sie ja wesentlich vokaler, sagen wir es mal so. Und ja, ich weiß, Lara hat in genug Spielen gesprochen, aber in der Vorteilweise, in den Anfängen, da fand ich es nicht so cool, wie sie ihre Badass-Attitüde hatte. Ja, was haben wir denn noch Schönes? Eilers Theme habe ich lange nicht gehört. Ah, ja, das war das. Der Boss vor dem Endboss, welches Spiel meinst du jetzt gerade, Le Braun? Immer noch Chrono Trigger oder ein anderes? Hast du dich gerade selbst revidiert, toter Feuerwehrmann? Der Endboss vom... Ja gut, der allerletzte Endboss in Chrono Trigger ist der Lavos. Das Innere von ihm. Und viele Bosse davor waren, glaube ich, einzelne Abschnitte von Lavos, die man bekämpfen musste. Aber davor? Um Gottes Willen. Ich weiß gar nicht, in welcher Zeitperiode das war. Ich meine, da gab es ja noch diesen komischen Dino-Typen, der die Welt, glaube ich, erobern wollte, ne? Aber das ist irgendwo in der Mitte des Spiels, glaube ich. Danach kommt man... Nee, in der Zukunft kommt man da noch an. In dieser guten Zukunft mit den Himmelsinseln kommt man ja auch noch an, fällt mir gerade ein. Magus-Theme wäre auch noch nicht schlecht, aber... Nehmen wir wieder irgendein Overworld-Ding, nicht nur Charaktere, was haben wir denn da Schönes? Remains of the Factory. Ja, Lavos ist im Endeffekt der komplette Endboss. Oder mehrere Endboss-Teile. Ja, ist schön chillig.
Okay, wir können uns heute auf Feuerwehrmanns Wiedergeburt freuen. Vielleicht schaffen wir es ja in einem der ersten Runs, die erste Expedition zur Goldenen Pyramide. Und dann wünschen wir uns von den alten, antiken Maya-Aztekengöttern Feuerwehrmann zum Leben zurück. Das ist das Ziel unserer heutigen Expedition, Leute. Oh, und das Beste habe ich euch noch gar nicht erzählt. Irgendeiner von euch verfolgt mich doch auf Twitter, oder? Ich meine, es waren jetzt wie viele Leute, die auf Twitter inzwischen dabei sind? Oh, schon wieder ein Fleck auf dem Bildschirm. Die auf Twitter dabei sind und irgendwer liked dich. Ich meine, das war ja einer von euch, oder? Moment, muss noch kurz einen Fleck wegmachen. Ich hasse das. Wenn ich eine Sache nicht abkann, dann sind es Flecken auf dem Bildschirm. Das nervt mich dann zu Tode. Nicht heute, LeBraun, weil ich werde erstmal das Tutorial durchspielen und da machen wir es heute erstmal gechillt. Vielleicht morgen. Die Sache ist auch, ich bin jetzt inzwischen bei den Deathroad Streams mit YouTube-Uploads so weit, dass ich, ich glaube, die letzten drei Uploads, die ich heute freigeschaltet habe, das waren die, wo die ersten TS-Aktivitäten dabei waren. Und ihr seid teilweise viel zu leise gewesen, als dass man euch gut verstehen könnte. Das ist das Problem. Das heißt, das müssen wir noch irgendwie angleichen. Ansonsten ist das nämlich ziemlich mies, wenn ich die ganze Zeit vor mich hinrede mit einer Person, die ihr eigentlich hören müsstet. Ich glaube sogar, das warst du, LeBraun. Ach so, du, das weiß ich nicht. Ich habe Curious Expedition vorher noch nie in Action gesehen, also noch kein Gameplay gesehen. Death Road kannte ich ja von dem anderen Streamer, den ich gucke. Da wusste ich ungefähr, was auf mich zukommt. Ich habe keine Ahnung von Curious Expedition. Ich habe das Layout schon gesehen, durch Screenshots halt. Ich habe das Tutorial einmal ganz kurz aufgemacht, nur um die Musiklautstärke anzugleichen. Sonst gar nichts. Ich weiß gar nichts von dem Spiel. Ich weiß nur, dass es Entwickler aus Berlin sind. Also deswegen müssen wir es fördern und fordern, dieses Spiel. Das ist gut, Charon. Das heißt, du kannst mir in keine Axtmorde reinschicken. Ha! Okay, Gotik. Na gut, das ist dann blöd. Ansonsten könnte ich eine TS-Aufnahme machen, wenn da nichts dagegen spricht. Dann würde ich einfach die TS auf meiner Seite aus mit Aufnahme laufen lassen. Dann könnte ich es im Nachhinein reinschneiden. Dann könnte ich damit die Lautstärke ein bisschen pushen, denke ich. Nächstes Lied. Verdammt, jetzt habe ich weggeklickt. Wo sind meine ganzen Sachen? Ich habe jetzt... Verdammt, wo sind meine ganzen Sachen geblieben? Ich habe zu viele andere Sachen hier gerade auf im Moment. Nein, da ist es. Wo ist Chrono Trigger gerade geblieben? Wo ist mein Chrono Trigger? Ach, da ist Chrono Trigger. Ja, genau. High Quality. Steht noch nicht, am Anfang steht High Quality und nicht Chrono Trigger. Das war das Problem. The Brink of Time. Ah, der Song ist auch cool. Leck mich, Charon. Charon. Ja. Häng's mir noch an. Freut euch, Leute. Wer meinen Tweet von gestern nicht gelesen hat, ich hab was gefunden. Ich habe was Wunderschönes gefunden. Oh, das wird schön. Das wird super schön. Ah, ich liebe die Chrono Trigger Musik. Aber das wäre wahrscheinlich auch schon wieder so ein... Chrono Trigger wäre wahrscheinlich auch schon wieder so ein LP, wo man sehr viel Hintergrundwissen haben sollte, in meinem Fall. Ich meine, ich würde da jetzt nicht unbedingt Planescape reininterpretieren, sondern eher so, wie funktionieren die Fähigkeiten, bestimmte Gegnertaktiken oder sowas, aber... Keine Ahnung, zu Planescape habe ich jetzt auch schon langsam angefangen, Interviews zum Beispiel rauszusuchen. Und ich glaube, Chrono Trigger Interviews oder Hintergrundinformationen, das stelle ich mir interessant vor.
Lang geübt, Jezebel. Man darf doch nicht die Welt erobern, ohne ein gutes Lachen drauf zu haben. Das gehört dazu. Na, für ein Lied haben wir gleich noch Zeit. Ja, Chardon. Ich bin auch so fies. Ich sag's ja nicht, aber ich habe drei Sachen, die ich euch gleich, bevor wir loslegen, mit Curious Expedition, die ich euch zeigen werde. Margus Castle war eigentlich auch nicht schlecht, ne? Muss gerade überlegen. Den Kampf gegen Margus, der ist auch ziemlich episch, der Song, aber den würde ich mir für nach dem Stream aufheben, für den Abspann. Na, nehmen wir mal sein Schloss. Ich weiß nicht mehr, wie gut das Schloss selbst war. Na, das ist so ähnlich wie das Intro zum Kampfsong. Aber ist auch nicht schlecht. Also noch ein Lied. Mann, es geht nur 30 Sekunden, dieses Ding hier. Na, Ben Thymon! Freut mich, dass du es auch noch geschafft hast. Ich habe Großes zu verkünden, wenn wir anfangen. Och, Charon. Dass du immer das Schlimmste von mir denken musst. Du kennst mich gut. Black Dream, was ist das denn für ein schönes Lied? 3 Minuten. Na, ein bisschen drüber, was wird gehen. Ich glaube, das ist eins der Kampf-Themes gegen Lavos, oder? Nee. Das könnte Zukunftsmusik sein. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Bam, bam, bam. Obwohl, jetzt klingt es wie Kampfmusik, verdammte Hacke. Ich habe zu lange keinen Chrono Trigger gespielt. Naja, pass mal auf, Leberon, jetzt hat's gerade angefangen bei mir vorhin schon. Das klingt ja wie Kampfmusik ab jetzt. Oder ist es so eine Art Geheimdungeon gewesen? Ich weiß auch nicht mehr. Geht nicht, Leberon. Bringt nichts, weil die ganze Playlist ist dasselbe Bild. Ist überall nur das Logo vom Spiel drauf, auf jedem Video. Also da meinst du Bild vom Schild. Das kann natürlich auch sein. Mein Fehler. Hat irgendeiner von euch mal schon selbst Pizzateig gemacht? Mache ich mich morgen gerade dran. Hab schon 2 Rezepte rausgesucht. Vielleicht irgendwelche Tipps, die ihr noch für mich habt. Ich hatte Fertigteig gekauft. Allerdings für Blechpizza, also das eckige Zeug, war nicht schlecht. Die Kombination war nicht übel, aber man muss Teig wirklich selber machen. Das ist genau wie mit Hamburgern, wo man das Fleisch auch selber machen muss. Man kann nicht fertig Gewürzes kaufen, das klappt einfach nicht. Warte, Charon, da kann ich eine Seite geben. Direct Upload. Hier. Da braucht man sich nicht registrieren für. Das nehme ich immer bei den WoW-Bewerbungen, wenn jemand mir ein Interface-Screenshot zeigen muss. Ja, davon gehe ich aus, Gotik, das meine ich ja. Das Rezept ist auch leicht. Im Endeffekt, ich stelle es mir nur schwierig vor. Aber da ich ja in puncto Backen und Teig noch Anfänger bin, gucke ich mir lieber Sachen vorher an. Das ist genau wie mit Rollenspielen, sofern ich nicht blind angehe. Ich sehe mir vorher immer alles genau an, was man im Internet finden könnte, damit ich vorbereitet bin. Wenn ich blind da rein stolpere, dann bin ich nachher so ein Mehlmensch wahrscheinlich. Das ganze Gesicht bedeckt nur noch mit Mehl. Man sieht gar nichts mehr, außer den Geist von Anachron. Dann kann ich mich Feuerwehrmann anschließen wahrscheinlich. So, Mr. Musik ist vorbei.
Ja, 1,5 Stunden ziehen lassen, glaube ich, war das. Danach in den Kühlschrank 10 Minuten. Ich hab's mir aufgeschrieben hier auf dem Zettel. So, erst einmal gehen wir hinüber in unseren wunderschönen anderen Screen. Denn ich möchte euch jetzt gerade mal ganz kurz zwei Links schicken, bevor wir anfangen. Ich habe nämlich entschieden, zum einen, was unser nächstes nach System Shock. Gut, Undertale ist auch auf der Liste, sagen wir es mal so. Aber ich habe noch ein weiteres Spiel ausgesucht, was wir spielen werden. Lass mich ganz kurz meine Wunschliste auf Steam aufmachen. Und zwar. Lass mich. Verdammt. Ich wollte gerade sagen, Links. Gib mir Links. Forum aufrufen. Dann klicke ich halt direkt drauf. So. Und zwar dieses wunderschöne Ding hier als erstes. Steins Gate, ich hatte es ja schon mal erwähnt, der Anime, den es dazu gibt, einer der besten Animes, die ich kenne. Noch besser als Death Note für all diejenigen da draußen, die ein wenig Anime-Erfahrung haben. Das werde ich dann, ja, irgendwann dieses Jahr mal besorgen. Entsprechend werden wir das spielen. Ist gerade letztes Jahr, gerade Ende letzten Jahres rausgekommen. HD-Version, super tolle, schöne neue Bilder. Mit, ich glaube sogar, was war das, englische Vertonung? Nee, halt, das war das nächste, was kommt. Hier ist, glaube ich, keine englische Vertonung. Aber die Story von dem Spiel ist sowas von krass. Also, Monster Girl Quest-Niveau, Leute. Monster Girl Quest-Niveau. Und das in schön neu aufgelegt. Von daher mit multiplen Enden, mit allen möglichen Sachen. Darauf können wir uns schon mal freuen. Und dann habe ich, als ich runtergescrollt bin in Steam, weil ich ja immer so mal neue Spiele suche, die vielleicht ähnlich sind wie Death Road oder ähnlich sind wie Curious Expedition, habe ich das bei Steins Gate auch gemacht. Ja. Und ihr müsst mir jetzt einfach mal den Gefallen tun. Ich schicke euch jetzt einen zweiten Link. Moment. So. Ich habe das hier gefunden. Klickt mal drauf. Ich warte auf eure Reaktion im Chat. Ich bin gespannt. Das will ich mir nicht entgehen lassen. In der Zeit kann ich schon mal einen Schluck trinken. Hihihihi. Alter, ist schon mal ein guter Anfang. Yep. In genau 2 Wochen. Oh, armes Charon. Armes, armes Charon. Das ist jetzt die Rache. In 2 Wochen erscheint ein fucking HD-Remake, wenn man so möchte. Oder ein Port, ein HD-Port. Von den ersten beiden Zero Escape Teilen, also von 999, 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. Und dem zweiten Teil, der da heißt, Moment, lass mich ganz kurz runterscrollen, Zero Escapes Virtue's Last Reward. Die werden wir uns natürlich nicht entgehen lassen, würde ich mal sagen. Aber ich hatte ja drei Sachen angekündigt, Leute. Gehe ich nochmal auf meine Wunschliste, scrolle nochmal weiter runter. Und ich kann euch ja schon mal sagen, was es ist, aber ich schicke euch trotzdem den Link. Das hier ist bereits seit dem 29. Juni 2016 erschienen und ist der dritte Teil der Reihe. Das heißt, wir haben jetzt nach dem Stream, den wir schon gemacht haben, haben wir die anderen beiden Teile der Trilogie zur Verfügung zum Streamen. In 2 Wochen ist der zweite Teil da und danach haben wir jetzt auch schon über Steam diesen Teil hier verfügbar. Wir können die ganze Reihe anschließend durchgehen. Ich glaube, das könnte witzig werden. Und dementsprechend habe ich auch das Donation Goal aktualisiert. Wie gesagt, ich tendiere momentan, Undertale wurde ja schon vorgeschlagen, ich behalte es im Hinterkopf. Steins Gate wäre meine nächste Wahl gewesen. Aber als ich diese beiden Sachen entdeckt habe, habe ich entsprechend dieses neue Donation Goal hier reingeschrieben, wenn es denn mal lädt. Braves Donation Goal. Da der Preis
für den zweiten Teil, den ich euch eben gelinkt habe, also für Virtue's Last Reward, noch nicht bekannt ist, den wissen wir erst in 2 Wochen, entschuldigt, habe ich jetzt erst einmal den Preis für den dritten Teil jetzt hier eingetragen. Sozusagen, dass ich, naja, ich gehe mal davon aus, der Preis dürfte ähnlich hoch sein. Deswegen habe ich erstmal den eingetragen, bis wir genaueres wissen. Tja, Thymon, tja. In diesem Sinne, freut euch drauf. Das wird unsere nächste Hauptstory, Hauptstream-Beschäftigung werden, wenn wir nicht mal nicht Death Road oder hoffentlich unser neues schönes Spiel spielen. Womit wir jetzt anfangen wollen. So, lass mich mal ganz kurz OBS darüber schieben. Alles hier zu und dann starten wir zusammen The Curious Expedition. Moment, wo ist das Logo? Wo ist das Logo? Da ist das Logo. Aha! Wunderbar. Und ich glaube, beim letzten Mal hatte ich es ja auch rausgesucht gehabt. Wir haben jetzt sogar das Add-on dabei, den ersten Teil, Arktische Weiten, kostenloser DLC, der das ganze Spiel nochmal um ein gutes Stück erweitert zu haben scheint. Mehr Abenteuer, mehr Möglichkeiten, mehr Charaktere. Ich gehe einfach mal davon aus. Also, Namen Dread Eyes, dein Spiel, es steht hier vorne. The Curious Expedition, Arktische Weiten, ihr müsst bitte sagen, ob die Lautstärke nachher angepasst werden soll. Ihr hört jetzt gerade nur die Musik, ich habe noch keine Soundeffekte. Ich denke mal, die müssen so laut sein, wir schauen uns jetzt gleich mal. Und da ich noch nichts gemacht habe in diesem Spiel hier, machen wir das Tutorial. Ich glaube, da die meisten von euch es auch nicht kennen, dürfte das nötig sein. Das erinnert mich jetzt schon sehr stark an Siedler von Catan. Ja? Ja? Moment, ich glaube, ich hoffe, das ist jetzt wirklich der erste Bildschirm, weil ich das Tutorial schon mal gestartet habe, könnte es sein, dass er den ersten Bildschirm ein bisschen übersprungen hat, aber what the fuck? Gothic! Gothic! 20 Euro, schon mal die Hälfte für das Spiel, what the fuck? Nee! Leute, das geht doch erst in 2 Wochen, oh Gott, jetzt mach doch nicht die ganze Hälfte alleine. What the fuck? Danke dir. Oh mein Gott, das ist doch ein Schreck. Muss ich Schluck trinken. Heilige Scheiße. Leute, ich sag euch, das wird so geil. Das wird so geil. Charon, schick mir den Link im Whisper ganz schnell, dann packe ich ihn rein. Ich dachte nicht, ihr hättet Links erlaubt. Also, in dem Chat hier. Ich dachte, ihr hättet letztens angestellt gehabt. Okay, dann schauen wir doch mal. Schön verpixelt. Tag 1. Und das Tolle ist, da das Spiel aus Berlin kommt, deutsche Sprachausgabe, Leute. Ich brauche nicht mal groß nebenher übersetzen oder sowas. Das Letzte, woran ich mich erinnern konnte, war, dass unser Schiff auf die Küste des Expeditionsgebiets zusteuerte. Plötzlich wurden wir von einem gewaltigen Sturm erfasst und ich fiel über Bord. Es scheint, als sei ich ganz alleine hier draußen gestrandet. Okay, was nun? Ich musste einen Weg zurück zum Schiff finden oder anderswo Hilfe suchen. Was ich auch tat, ich musste mich auf den Weg machen, wenn ich nicht hier draußen sterben wollte. Los geht's! Nur für Mods? Red Eyes, diese Begründung werde ich mit Freuden entgegennehmen und nichts anderes dagegen sagen. Oh Mann, willkommen im Tutorial. Bewege die Karte, mit der du die linke Maustaste gedrückt hältst und die Maus bewegst. Okay, also wir haben eine ziehbare Karte. Ich denke mal, wir haben eine gewisse Art von Reichweite, in denen wir die Geländefelder sehen können, wie es hier schon mal aussieht. Wenn ich nämlich die Berge und hier diese Erdhügel in der Distanz sehen kann, tippe ich mal, geht das darüber. Zoome rein mit dem Mausrad. Okay, er braucht offenbar einen Moment, um das Ding zu laden. Oder ich war schon auf der maximalen Zoom-Stufe. Zip. Ich finde dich hier nicht fürs Flüstern. Du musst, glaube ich, auf meinen Namen gehen im Chat, Chadon, und dann Flüstern auswählen. Warte mal, ich mach kurz einen Flüster-Chat mit dir auf. So. Hier. Da kannst du mir den Link reinpacken, dann schicke ich ihn gerne. Ich stelle nach dem Stream mal die Links, erlaube ich mal. Ich dachte, es wäre für alle gewesen.
Wir können unsere Reiseroute bestimmen. Ich erinnere mich von der GameStar her noch, dass, glaube ich, die Anzahl der Schritte bestimmt, wie viel verbraucht wird von unserer Sanity, ne? Klicke auf den letzten Wegpunkt deiner Route oder bestätige Reisen am unteren Bildschirmrand und dich bewegen zu setzen. Rechtsklick werden die Wegpunkte entfernt. Ins Landesinnere. Okay. Dahin. Reisen. Dup, 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 dup. Ah, da oben haben wir jetzt unsere Leiste. Okay, und da sehe ich auch, wenn ich mit der Maus hier... Na, geht weit voll. Genau, wenn ich jetzt hier durch die Gegend fahre, sieht man ganz oben, wie die Leiste etwas leerer wird, oder so angedeutet wird, wie leer sie wird, wenn ich eine bestimmte Distanz zurücklege. Ja, nicht so oft, Kralon, ist ja gut. Oh, der ist schick. Mein Internet lädt gerade sau langsam natürlich, weil nebenher Stream läuft. Ah, hat was. So. Ja, tut mir leid, ich habe keine Kreditkarte. Ich kann ja mal gucken, ob ich später die von meinem Vater reinbauen kann oder so. Oh je. Ansonsten, es gibt nur 4 Donation-Optionen. Die anderen beiden sind russischer Natur. Ich glaube, Skrill heißt die eine Methode. Ach, da sind mehrere. Oh. Ja komm, ein paar davon mache ich noch, aber nicht die ganze Palette. Das wird ja richtig voll hier. Vor allem, du hast den ja nur aus verschiedenen Blickwinkeln fotografiert, wie es aussieht. Also, eins noch und dann... So. Jedes Mal, wenn du dich bewegst, sinkt deine geistige Gesundheit. Jede Bewegung verbraucht einen Grundwert. Versuche, möglichst lange Strecken zurückzulegen. Wage dich weiter ins Landesinnere. Möglichst lange Strecken, okay. Dann gehen wir mal dahin. Da unten haben wir ein Fragezeichen. Guten Abend, Darkness! Halleluja! Du hast das Wichtigste verpasst. Das neueste Donation Duel, was schon wieder halb fertig ist. Es gibt in 2 Wochen ein HD-Port von dem ersten und zweiten 999. Wir können Zero Escape Virtuous Last Reward streamen in ab 2 Wochen. Da ist es verfügbar. Fragezeichen zeigen an, dass dort eine Sehenswürdigkeit befindet, die du aufsuchen kannst. Durch Erfahrung wirst du lernen, Orte gemäß ihrer Umgebung zuzuordnen. Begib dich innerhalb von 2 Feldern, um die Sehenswürdigkeit zu enthüllen. Okay, das wäre dann hier. Durch den dichten Wald. Hey, Karte, bitte, du brauchst jetzt nicht so weit zu... Karte! Karte! Da ist die Mitte, nicht da unten. Es ist ein altes Zeltlager. Sobald du dich auf dem Ort oder einem angrenzenden Feld befindest, kannst du ihn besuchen. Bewege dich näher heran, interagiere, erkunden. Okay. Erkunden wir das Ding nochmal. Hui, schick. Ich erreichte ein altes Lager, in welchem die Überreste einer längst gescheiterten Expedition verstreut lagen. Das Skelett eines mutmaßlich spanischen Forschers starrte mich aus leeren Augenhöhlen entgegen. Ui, die Musik klingt aber... Boah, da ist eine ganze Menge Bass drin. Das bringt gerade meinen Stuhl zum Vibrieren. Heilige Scheiße. Durchsuchen wir das Lager mal. Auf der verzweifelten Suche nach etwas, das mich am Leben erhalten würde, durchsuchte ich die Umgebung. Ich war erfreut zu sehen, dass eine der Leichen noch ein wenig brauchbare Ausrüstung in den Armen hielt. Oh, Inventarsystem. Schokoladenrationen. Füllt geistige Gesundheit wieder auf. Ja, nehmen wir doch. Das da unten ist offenbar unser Inventar, was sehr begrenzt ist. Heilige Scheiße. Und bunte Murmeln. Ein gutes Tauschobjekt. Ich glaube, da müsste ein Tauschobjekt rausnehmen, liebe Entwickler. Aber dankeschön. Okay. Rechtsklick, um alle zu nehmen. Passt. Man kann die geistige Gesundheit auf verschiedene Arten wieder auffüllen, zum Beispiel indem man an bestimmten Orten rastet oder Gegenstände einsetzt. Linksklick auf die Schokoladenration unteren Bildschirmrand, um sie zu konsumieren. Aha, oh, das ist schön simpel, das ist ein simples System. Nam nam nam, Schokolade, Sanity wieder da, yes! Einheimische Dörfer gehören zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten einer Expedition. Geh auf das Dorf zu und betritt es. Jawohl. Google Maps Zielsymbol. Oh, Karte. Du darfst. Also du meinst diesen, ja stimmt, dieser rote Punkt, den man hat, wenn man eine Route berechnet. Ja, stimmt. Ja, gut, also das stört mich jetzt gerade wenig. Ich finde das Design wirklich
interessant mit diesem Aufbau mit Hexfeldern. Ich hoffe, man kann die Hexfelder nachher richtig anstellen. Ich finde es besser, wenn man die Umrandung der Felder sehen kann. Ich weiß auch nicht. Das ist Gewohnheit von Civilizations bei mir. Dorf betreten. Wir haben Mulo. Wir haben Kesatukeva. Den Haupt... Dorfbewohnerin sogar. Ich wollte gerade sagen Häuptling, aber wohl eher nicht. Es ist super im Endeffekt. Und vor allem... Ist das nicht der Häuptling? Ich meine, die steht so zentral. Oder ist es wahrscheinlich die Hütte eher? Ich will eigentlich nicht in der Richtung darauf hinweisen, aber es ist super, dass sie dargestellt haben, wie die Ureinwohner-Dorfbewohnerin im Endeffekt ohne Oberkleidung rumläuft und die Brüste dargestellt sind mit zwei kleinen Pünktchen. Es ist einfach super. Das ist nicht mal irgendwie Zensur, es ist einfach nur, jo, das ist normal so. Wie heißt es nochmal? Infotainment hieß es damals. Es musste Tage her sein, dass ich zum letzten Mal ein Lebewesen irgendeiner Art gesehen hatte. Gut, dass du keine Tiger antriffst unterwegs. Also war ich froh, mich in menschlicher Gesellschaft wiederzufinden. Die Dorfbewohner hatten mich rasch umzingelt und betrachteten mich neugierig. Mit großer Erleichterung stellte ich fest, dass sie mir wohlgesinnt waren und mir aus meiner Notlage helfen wollten. Wir sollen übernachten offenbar. Ich kann mich jetzt ausruhen, handeln oder... Rekrutieren Einheimische für meine Expedition. Okay. Ich entschloss, die Nacht im Dorf zu verbringen. Ein Dorfbewohner sagte mir, er habe vor einigen Tagen einen riesigen hölzernen Fisch gesehen. Sprach er von meinem Schiff? Kann gut sein. Und unsere Sanity hat sich wiederhergestellt dadurch. Wer auch nur eine Stunde seiner Zeit zu vergeuden hat, hat den Sinn des Lebens noch nicht erkannt, glaube ich, stand da. Ich glaube, die Glasmulen, das kann halt auch schief gehen, dass die dann ein bisschen, nicht so schön reagieren. Ja, Thymon, genau. Genau so sieht's aus, aber das Problem ist, die Dorfbewohner haben keine Fruchtköpfe. Keine Zitronen oder Orangen oder sowas auf den Schultern am Tragen. Das bricht die Immersion leider so ein bisschen. Ja, das ist auch ein schöner Zufall, aber wir sind ja Entdecker, wir sind vorbereitet auf diese Reise. Oh, wir haben sogar Stats, sehe ich gerade. Würfel, Lebenskraft, Tragekraft und ein Schmetterling, wie es aussieht. Rechts neben der Leiste mit deiner geistigen Gesundheit wird dir dein Ansehen bei den Einheimischen angezeigt. Rufe 0, okay. Wenn dein Ansehen zu niedrig ist, kannst du keine Einheimischen rekrutieren oder dich in Dörfern ausruhen. Versuche mit den Dorfbewohnern zu handeln, um dein Ansehen zu erhöhen. Wenn es zu niedrig sinkt, dann werden die Ureinwohner zunehmend feindlich gesinnt sein bei uns, zwischen minus und plus 10. Ich schlief wohlbehalten und unter großem Komfort. Ich wurde von einer Gruppe von Kindern geweckt, die sich über den seltsamen Fremden lustig zu machen schienen. Ja, das kennt man wegen der Hautfarbe. Ich fühlte mich hier immer noch willkommen. Einen Moment lang war ich versucht, einfach in diesem Dorf zu bleiben und mein altes Leben hinter mir zu lassen. Doch ich besann mich schnell eines Besseren. Ich musste das Schiff finden. Okay. Handeln wir doch mal. Theoretisch... Müsste ich jetzt die Perlen tauschen können oder die bunten Murmeln, mal Perlen, einfach nur Murmeln, gegen Zeug hier oben. In der oberen Auswahl siehst du, was sie dir anbieten können. Im Moment möchtest du aber lediglich dein Ansehen bei den Dorfbewohnern verbessern. Biete ihnen alle Murmeln dein Inventar an, indem du rechte Maustaste klickst. Okay? Das erhöht unseren Ruf um plus 2, weil wir ihnen nichts dafür abnehmen wollen. Du bietest mehr, als du haben möchtest. Wenn wir jetzt Handeln drücken, steigt unser Ansehen... Wenn wir den Handel abschließen. Okay. Tada! Plus 2 Ruf. Cool. Nabend Ranger! Willkommen zur Curious Expedition, dem Tutorial. Jetzt können wir Dorfbewohner rekrutieren. Ich hörte mich um herauszufinden, ob einige der Ureinwohner risikofreundlich genug waren, der Gruppe beizutreten. Bald darauf hatten sich einige Freiwillige versammelt und ich musste mich entscheiden, wen ich anheuern wollte. Die Attribute der Charaktere ansehen, die mit dem Mauszeiger über ihren Namen oder Avatare fahren. Okay, wir haben die Auswahl. Befe Hippox, die Kriegerin, Gonaso, die Kriegerin, oder Xebadesi, der Krieger. Also, ich sag mal, ich nehme wahrscheinlich am liebsten Gonaso, weil ich den Namen einfach am besten aussprechen kann. Und die Stats sind fürs Tutorial alle gleich, beziehungsweise bei Gonaso sieht man, dass da...
unten ein drittes Mannequin drin ist, wahrscheinlich weil sie anderen Geschlechts ist als unser Entdecker. Ist das irgendwie von Nachteil, dass man, keine Ahnung, dass dadurch eine Romanze entstehen kann oder sowas? Interessant. Ja, gerade deswegen werden wir Gonaso mitnehmen, ganz ehrlich. Gerade deswegen. Es ist Zeit, das Dorf zu verlassen und weiter nach dem Schiff zu suchen. Gonaso, die Kriegerin, trat der Expedition bei. Ich fühlte mich hier immer noch willkommen. Ein Moment lang war ich versucht, einfach im Dorf zu bleiben. Nein, wir müssen das Schiff finden. Ich wies meine Begleiter an zu packen und wir zogen aus, um neuen Abenteuern entgegenzugehen. Gonaso blieb zurück, da sie noch etwas mit den Dorfbewohnern zu besprechen hatte. Allerdings hatte sie die Gruppe bald darauf wieder eingeholt. Okay, ich sehe jetzt direkt schon zwei Sachen hier. Sexist! Ist voreingenommen gegenüber Menschen des anderen Geschlechts. Yes! Wir haben die perfekte Wahl am Anfang getroffen. Wir haben eine Sexistin mitgenommen. Wie geil ist das denn? Oh, fucking hell. Und Heimweh wird zögern, dich auf deine Heimreise nach der Expedition zu begleiten. Nice. Wer sind wir eigentlich? Charles Darwin! Hey, das ist mal ein guter Starter. Die Dorfbewohner haben dir von einem hölzernen Fisch erzählt. Vielleicht handelt es sich dabei um dein Schiff. Bewege dich in Richtung des Fragezeichens. Oh, das kostet ganz schön Sanity. Zwei Felder, ne? Dann müsste das ja reichen. Das Blöde ist, die Kamera folgt noch nicht ganz so richtig. Ich muss mich mal zentrieren, habe ich das Gefühl. Jemand war uns vom Dorf aus gefolgt. Es war der Vater von Gonaso. Er war besorgt über das Wohlergehen seines Kindes und bestand darauf, uns einige Güter mit auf den Weg zu geben. Ich hatte keine andere Wahl, als sie anzunehmen, da er keine Widerworte gelten ließ. Okay, wir müssen auf eine Sache verzichten. Und ich hab jetzt sogar schon die freie Wahl, was ich tun soll. Nice. Ich kann den Charakter springen lassen. Was haben wir denn hier? Mangos. Sweet! Sehr, sehr leckere Frucht. Also Leute, wenn ihr im Berliner Studio seid, dann solltet ihr vielleicht selbst die Übersetzung machen und nicht outsourcen. Sehr leckere Frucht. Die aber leider sehr schnell verdirbt, okay? Exzellentes Stück Fleisch. Medium Rare. Stellt geistige Gesundheit wieder her. Scheint nicht so schnell zu verderben. Eine Fackel, ein Licht im Dunkeln, klingt immer nützlich. Ein blauer Pilz, spielt der Mana wieder her. Ein seltsam aussehender Pilz. Es wird gemunkelt, dass er beim Konsumieren kurzzeitig die Sichtweite erhöht. Ich glaube, im Tutorial brauchen wir das jetzt nicht unbedingt. Rote Beeren, etwas sauer und nahrhaft, füllt geistige Gesundheit auf und regeneriert Lebenspunkte. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir alles außer dem Pilz erstmal mit. Denn mehr geht nicht. Ja, der Feuerwehrmann, der ist doch ein ganz armer. Wir müssen Mitleid mit ihm haben, Leute. Ah, und ich bin sogar überladen, weil ich gerade zwangsweise alles mitnehmen musste. Karon, du schläfst immer ein. Vielleicht liegt das daran, dass du immer so viel isst beim Stream. Das kenne ich von mir. Wenn ich viel esse, dann bin ich danach so ein bisschen müde. Ich bin überladen. Wie viel du tragen kannst, hängt von der Kapazität deiner Expeditionsmitglieder ab. Du kannst dich immer noch bewegen, aber die Menge an geistiger Gesundheit, die wir verbrauchen, ist stark erhöht. Was? Ich will die Fackel aber nicht wegpacken. Okay, wir können sie also durch die Gegend ziehen. Du wirst diese Fackel nicht brauchen. Vertrau mir. Wenn ein Tutorial sagt, vertrau mir, dann heißt das nie was Gutes. Okay, wir können sie wegschmeißen. Zack. Ui, ein Tigersymbol. Jetzt, da du nicht mehr überladen bist, kannst du dich auf den Weg zum Fragezeichen machen. Wir können dabei die Vorräte verbrauchen, um die geistige Gesundheit aufzufüllen, bevor wir uns in Bewegung setzen. Brauche ich das? Ja, gut, ich kann hier so ein bisschen. Das ist Wert 5, ne? Ne, das war mehr. Zek Kavil, Yalurak, Ton, Kumwo, Kukalaya, Kuku. Ist das jetzt ernst gemeinte Sprache oder haben sich die Entwickler das ausgedacht? So simlisch. Kann ich mir auch irgendwie vorstellen. So, wo gehen wir denn lang? Mal dahin. Eisen. Okay, und der Tiger bewegt sich natürlich konstant auf uns zu. Rums. Oh, Kampfsystem. Du wirst angegriffen. Um zu kämpfen, musst du würfeln, um die Ergebnisse zu Angriffen kombinieren. Da wird zunächst auf Würfeln, okay. Interessant. Du hast Stabilität und Verstand gewürfelt. Das ist keine gültige Kombo. Behalte den Verstandwürfel, indem du den linken Maustast auf ihn klickst. Okay.
das ist interessant. Ja, ich kann auch mal erneut würfeln für die, die noch liegen in der Truhe. Zwei Würfe übrig. Ich habe eine gültige Kombination entdeckt. Werden dir angezeigt, indem du die jeweiligen Würfel vibrieren. Klicke auf das Schild, um den Würfel auszuwählen, okay? Taktischer Vorteil. Du hast zwei Würfel ausgewählt, gültige Kombo-Billen. Jeder Kombo hat einen anderen Effekt. Verstand und Schild ergeben die Kombo taktischer Vorteil, mit dem du deine Verteidigung verstärken kannst. Löse die Kombo aus, indem du die Schaltfläche klickst. Tadam! Taktischer Vorteil. Drei Verteidigung. Drei Schaden verringert um diesen Wert. Nice. Okay, wir nehmen jetzt noch das Schwert. Dieser Würfel kann alleine eine Attacke auslösen. Du kannst jede beliebige Kombo auslösen, solange du die passenden Ergebnisse gewürfelt hast. Okay. Bam! Die Musik ist gar nicht immer so schlecht, Leute. Sind die Soundeffekte laut genug? Ist jetzt immer noch Lautstärke? Wie ist es? Müsst ihr mir bitte noch sagen, weil das Spiel ist ja noch komplett nicht eingestellt gewesen bis jetzt. Wie du siehst, kannst du innerhalb von einer Runde mehrere Kombos auslösen. Jetzt hast du jedoch keine Würfe mehr übrig und es ist Zeit für den Zug deines Gegners. Runde beenden. Heide Witzka, das hat wehgetan. Solange du in der Runde nicht gewürfelt hast, kannst du versuchen zu fliehen. Diese Gegner sind ein wenig zu stark. Klicke auf die Schaltfläche Fliehen. Und das war knapp. Der Gegner wird jetzt einige Zeit lang passiv sein. Setze deine Reise zum Fragezeichen fort. Kraun sagt ein bisschen zu leise. Gotik sagt passt. Okay. Das war knapp. Dann weiter. Ich warte nochmal auf den nächsten Kampf und horche selbst nochmal, ob wir die Soundeffekte ein bisschen lauter stellen müssen. Ich glaube, die Musik passt so. Okay, Feuerwehrmann sagt, seine toten Ohren passen auch soweit. Okay. Wir haben das Schiff gefunden. Sehr gut, deine Crew und deine Ausrüstung erwarten dich. Zum Schiff zurückkehren. An der Zeit, das eigentliche Ziel deiner Reise zu finden. Die goldene Pyramide. Sie liegt irgendwo auf dieser Karte verborgen und ist das Ziel einer jeden Expedition. Katvokensu, zik, mü, jetzt irgendwas. Klein wenig lauter kann ich schaden, okay. Ich glaube, wir müssen das machen nach dem Tutorial, zumindest kann ich hier gar keine Optionen ansehen. Aber die Musik müsste laut genug sein, glaube ich, oder? Jetzt hört ihr sie ja gerade nochmal, ich bin mal ganz kurz ruhig. Halt eher so atmosphärische Musik. Ich hatte endlich mein Schiff gefunden, wo der Rest meiner Expeditionsgruppe mich bereits sehnsüchtig erwartet hatte. Gemeinsam würden wir diese Expedition von nun an zum Erfolg führen. Es war Zeit, unsere Vorräte aufzufüllen und uns auf die Suche nach Ruhm und Ehre zu machen. Jawohl. Zum Glück ist der Tiger verschwunden. Der Kompass am oberen linken Bildschirmrand weist sich in Richtung der Goldenen Pyramide. Allerdings ist seine Genauigkeit zu Anfang der Expedition sehr gering. Dort siehst du ein weiteres Fragezeichen. Finde heraus, was es ist. Haben wir irgendwo... Warte mal, Escape? Escape. Ich stelle mal die Soundeffekte einen Tick lauter, aber nur ein Tickche. Die Musik auch nur ein Tickche, weil ansonsten ist es auch für... Entschuldigt. Ansonsten ist es auch für mich hier ein bisschen zu laut. Dann müsste ich meinen PC leiser stellen. Sonst hört ihr wahrscheinlich dieses übers Mikrofon ein leichtes Echo. Zurück. Okay, finden wir das nächste Fragezeichen. Und wir haben jetzt einige Leute dabei. Wow, unsere Gruppe ist größer geworden. Sehr gut, du hast alle Sehenswürdigkeiten dieser Region gefunden. Du erhältst einen Regionspunkt, mit dem du den Rang deiner Einheiten erhöhen kannst. Klicke auf ein mit einem grünen Plus versehenes Gruppenmitglied, um es zu befördern. Jawohl, Gotik hat recht. Wir haben eine eingeborene Dame und einen... schottischen Soldaten dabei, wobei beide jeweils Sexisten sind. Ja, nice. Und der persische Übersetzer ist abergläubisch. Leidet an einer unbegründeten Angst vor allem Unbekannten und Mysteriösen. Wow, das sind ja tolle Voraussetzungen. Wir haben jetzt schon Stats für unsere Charaktere, Leute. Also das wird so, das wird richtig geil. Und wir haben Mrs. Peter. Einen Esel. Aber ich kann den Esel leider nicht befördern. Wie schade. Wen updaten wir denn mal? Ich würde sagen... Es sind eigentlich gleich gut, ne? Ja, die sind gleich gut. Und da sie Heimweh hat, nehme ich erstmal Satchery Shock. Oder Schock. Jawohl.
Stufe 2. Befördern 0 von 2. Was ist das für ein Stat? Whisky-Experte erhöhte geistige Erholung bei Genuss von Whisky. What? Wie geil. Ich kann dir so die anderen Stats auch noch ansehen. Guter Ruf verleiht einen Ansehensbonus zu Beginn jeder Expedition. Und Heimlichkeit, reduzierte Kampfwahrscheinlichkeit. Aggro-Chance, 20% minus. Okay. Was hat denn Charles Darwin, der Naturforscher, für Stats? Schmetterlingsliebhaber erhalte geistige Gesundheit beim Sammeln von Schmetterlingen. Cool. Verletzt, hat eine Wunde erlitten, obwohl sie in einiger Zeit verheilen wird, kann es sein, dass sie sich entzündet und ein ernsthaftes Problem wird. Infektionsrisiko 20%. Selbst Infektionen nehmen sie mit ins Spiel rein. Heilige Scheiße, was ist das? Diplomatie und guter Ruf. Mehr geistige Erholung bei Rast in Dörfern. Boah, wie viel Stats es gibt, Leute. Wie viel Stats. Geil. Wir haben einen Schrein gefunden. Eine Einheit zu befördern macht sie effektiver und erhöht ihre Loyalität dir gegenüber. Nun, da du die Beförderung abgeschlossen hast, kannst du den Schrein erkunden, den du soeben entdeckt hast. Das sieht cool aus. Für Pixelart sieht das cool aus. Schreine sind die heiligen Orte der im Expeditionsgebiet ansässigen Stämme. Hier findest du wertvolle Artefakte, doch wenn du sie mitnimmst, wird dein Ansehen bei den Einheimischen deutlich sinken. Reißen sich zusammen, persischer Übersetzer. Wir sind noch gar nicht reingegangen. Ein gewaltiges Gebäude thronte über uns. Das Bauwerk war von dichtem Pflanzenwuchs umgeben. Das Portal, das ins Innere führte, strahlte eine unheimliche Kälte aus. Das Fundament, auf dem das Gebäude errichtet war, fühlte sich eigenartig warm an. Es war noch möglich, darauf zu laufen, doch die Frage nach dem Ursprung dieser Hitze beunruhigte mich. Aha, okay. Hinein! Du musst keine Schreine plündern und heilige Artefakte stehlen, um dieses Spiel zu spielen. Doch zur Veranschaulichung solltest du es jetzt einmal tun. Ah, soll ich dir wieder vertrauen, liebes Tutorial? Wir erreichten eine gut erhaltene Zeremonialstätte. Wir sahen uns andächtig in der majestätischen Halle um. Ein durch die Strahlen der untergehenden Sonne erleuchteter Altar stand auf einem Sockel am Ende des Raums. Was ist denn darauf? Ein goldener Eulenkopf. Ist das überhaupt legal? Diesen riesigen Augen sind aus Eilatstein gefertigt. Ruhm, Wert, Ruhm und Gold wert. Kann im Museum oder Auktionshaus gegeben werden. Ja, damit. Verlassen. Ups, das war womöglich kein so guter Ratschlag. Hey, ich hab dir vertraut, Tutorial. Neben dem Ansehensverlust bei den Ureinwohnern löst das Plündern von Schreinen auch noch uralte Flüche aus, wie zum Beispiel diesen Vulkanausbruch. Ich würde nicht mit leeren Händen von dannen ziehen, wir nahmen das Artefakt vom Altar. In dem Augenblick, in dem wir nach dem Schatz gegriffen hatten, geriet der Boden unter uns ins Wanken. Wir flohen so schnell wir konnten, während der Schrein vor unseren Augen vom Erdboden verschluckt wurde und ein massiver Vulkan an seiner Stelle trat und das Umland mit heißer Lava übergoss. Ja, jawohl. Okay. Ein Vulkan. Der ganze Dschungel ist kaputt. Heiliger, entfliehe dem Vulkanausbruch und begib dich in die Richtung, in die deine Kompassnadel zeigt. Ja, dieses Spiel ist als Indiana Jones like gekennzeichnet worden. Das haben diverse Reviewer auch geschrieben. Deswegen finde ich es noch geiler. Ich habe nicht viel Lust, mich in der Nähe von Vulkan aufzuhalten. Also gehen wir erstmal da lang. Oh my freaking fucking God. Ja, ich glaube, ich sollte ein bisschen weiterlaufen. Lauft! Lauft! Wir werden so gut wie wahnsinnig. Halt, ich muss was essen. Rote Beeren. Ich muss alles essen, was ich habe. Oh mein Gott. Whisky! Whisky hilft. Das ist alles ihre Schuld! Ja gut, mehr nach Westen kann ich eigentlich. Ne, halt. Da. Gehen wir mal dahin. Heilige Mutter Teresa. Ja, ich glaube, wir haben gerade die Insel gerottet, Leute. Das eingeborene Dorf ist auch gleich dran. War schön mit euch. Ich glaube, da haben wir etwas gefunden. Ich muss noch ein Feld ran, um zu sehen, was es ist. Die goldene Pyramide! Oh! Geschafft.
Herzlichen Glückwunsch, das Tutorial ist abgeschlossen. Doch Q's Expedition hält viele weitere Überraschungen für dich bereit. Und wir wünschen viel Spaß, die Geheimnisse zu enthüllen. Ich habe kein Talent darin, der Führung anderer Männer irgendwas zu sein. Die goldene Pyramide thront über dem Unland. Trotz des desaströsen Verlaufes dieser Expedition hatte ich überlebt und die goldene Pyramide gefunden. Nach Wochen voller Anstrengungen überkam mich enormer Stolz. Ich wusste, dass der Name Charles Darwin auf immer in den Zirkeln der kühnsten Abenteurer mit Respekt gehandhabt wird. Jawohl. Tada! Wir haben 20 goldene Pyramiden gefunden. Na, ich glaube, das ist die Punktezahl, ne? Bonus für neue Welt, 50. Geschwindigkeit, 200. Gibt's auch. Ruhm. Also, desto schneller wir es schaffen, desto besser. Wahrscheinlich noch Bonuspunkte oder so für das Artefakt, was wir gefunden haben. Ja. Dann. Nee, Leute, ich muss die Musik ein bisschen runterstellen, sorry. Das ist mir zu laut. Einige der Lieder sind doch ein bisschen sehr laut. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen besser abmischen. So, wir haben jetzt die Auswahl zwischen einer breiten Palette an Entdeckern, wobei wir einige davon erst freischalten müssen. Ich denke mal, das hier unten ist der DLC-Typ, weil er gerade dazugekommen ist. Roald Amundsen. Amundsen. Ich sag's euch gleich, Leute. Ich hab's schon mal erwähnt gehabt. Ich und Geschichte bzw. Erdkundeunterricht. Wir sind Kriegsfuß. Ich kenne die Namen, aber ich weiß wahrscheinlich gar nichts über die Entdecker. Das ist mein Nachteil jetzt. Genau, Thymon, das war seine große Entdeckung. Okay, weltberühmter und erfolgreicher Entdecker in Arktis und Antarktis. Arktischer Entdecker, reduzierte Bewegungskosten im tiefen Schnee. Ich glaube nicht, dass wir im tiefen Schnee starten werden. Zumindest nicht direkt im DLC, wenn es geht. Also die ersten. Wir haben Charles Darwin, englischer Naturforscher und Geologe, Wegbereiter der Evolutionstheorie. Schmetterlingsliebhaber wissen wir schon. Wir starten mit einem Schotten, einem Übersetzer und einem Esel. Wir haben 10 Macheten, um Dinge abzuschneiden. Besonders für dichten Dschungel geeignet. Eine Schrotflinte. Zusätzliche Würfelkombination im Kampf, Fackel und Whisky. Gut, wen haben wir noch? Ich glaube, das war Marie Curie. Jawohl, Marie Curie. Pionierin der Radioaktivitätsforschung. Erste Frau, welche den Nobelpreis gewann. Universalgebildeter. Wähle aus 5 anstatt 3 Fähigkeiten aus. Wow, das ist dick nice. Wir starten mit einem Missionar. Ermöglicht es umsonst in Missionen zu übernachten und erhöht die dabei gewonnene geistige Gesundheit. Interessant. Ein Jagdhund. Ein Esel. Schokolade, Fackeln, Verbandskästen, Munition und Kletterausrüstung. Nice. Das ist Richard Francis Burton, britischer Afrika-Forscher mit einer Stärke für Sprache und Kulturen. Klingt auch nice. Ein Polyglott erlaubt Übernachten in Dörfern ohne Rufkosten. Das ist sicherlich praktisch. Wir starten mit einem britischen Soldaten. Durch ihn wird jeder Kampf zu einem unvergesslichen Erlebnis. Erstmal eine Tasse Tee trinken und dann geht's los. Ein eingeborener Speer, keiner ist besser. Whisky, Fackeln, Seil. Das wichtigste Utensil eines jeden ernstzunehmenden Abenteurers. Viva. Und für jeden Adventure-Gamer ist es, Leute, was ist das Wichtigste für jeden Adventure-Gamer? Eigentlich müsste jeder die Antwort wissen. Und ein Speer, als Waffe wahrscheinlich für den eingeborenen Speer. Und zu viertes haben wir Johan Huizinga, niederländischer Anthropologe und Mitbegründer der modernen Kulturhistorienforschung. Cool. Anthropologie erlaubt das Anfertigen von anthropologischen Studien von einheimischen Kulturen für zusätzlichen Ruhm. Maler kommt mit. Landschaften zu malen. Persischer Übersetzer, das Esel, leere Leinwand, eine Pistole und Schaufeln. Und das Handtuch nicht vergessen. Kader und schreibt, die Streichhölzer. Streichhölzer, die man immer in der Kneipe findet. Das wichtigste Utensil. Es gibt, glaube ich, mehr Rollen, mehr Adventures mit Streichhölzern, als es ohne gibt. Das kann man fast schon sagen.
Freut mich, wenn ich dich zum Kauf anregen kann, Red Eyes. Deutsche Entwickler unterstützt sie. Die haben immer den ganz schweren Job bei uns im Lande, leider. So, da ich die erste Runde wohl anführen werde, würde ich sagen, nehmen wir Marie Curie. Weil ich möchte mal testen, was es mit 5 statt 3 Fähigkeiten auf sich hat. Willkommen im Forscherclub. Haben Sie schon gehört, dass wir gedenken, unserem erfolgreichsten Mitglied eine Statue zu widmen? Man munkelt, sie hätten gute Chancen, ihr Konterfei auf der Statue wiederzufinden. Doch sie treten nicht alleine an. Sie und ihre Rivalen haben 6 Expeditionen lang Zeit zu beweisen, wer der berühmteste Forscher unseres Clubs ist. Gegen Dion Fortune, Nikola Tesla, Freya Stark und Emilia Earhart. Worauf warten Sie noch, das Abenteuer wartet? Okay, wahrscheinlich dürfen wir die alle nachher freischalten. Ich freue mich auch schon auf Nikola Tesla und Emilia Earhart, ehrlich gesagt. Das war ja die erste Frau, die den Atlantik überquert hat oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott. Schlagt mich zu Tode, wenn ihr wollt, aber ich werde so viel Falsches sagen über diese Leute. Das wird unglaublich. Ja, Red Eyes, genau das meine ich. Was haben wir denn? Touristenreise, Expedition, sicherer Tod. Stimmt, das ist der Schwierigkeitsgrad. Gerne für Anfänger und Spieler, deren Hauptinteresse der Erzählung gilt. Standardmäßige Schwierigkeitsgrad, schwer aber zu bewältigen und sicherer Tod. Super! Ja komm, da das Spiel ja sowieso darauf aus ist, mir es schwer zu machen, nehmen wir die normale Expedition für den Anfang. Ich will es mir nicht zu leicht machen. Wählen wir das nächste Ziel. Okay, wir haben sogar hier haben wir zwei Möglichkeiten. Test A und die anderen haben ihre Region schon wählen dürfen. Natürlich, wir sind im Nachteil. Die merkwürdigen Dschungel, unangetasteten Dschungel, kuriosen Dschungel oder wundersamen Dschungel. Ich gehe wieder zurück nach London, da gibt es sicherlich auch Dschungel, die man erkunden kann. Wir haben die goldenen Trockenländer oder die fruchtbaren Dschungel. Ich glaube, wir müssen die Dschungel nehmen, Leute. Oder sind wir so ein Underdog, so ein Außenseiter und nehmen mal keinen Dschungel wie die anderen Entwickler. Suchen wir lieber in den Trockenländern, was meint ihr? Ja. Okay, es scheint aber kein großer Unterschied zu sein am Anfang. Weil es hat dieselben Traits auf den Feldern. Ich weiß nicht, was dieses zweite Feld bedeutet, aber ich denke mal, es sind Ruinen und... naja, irgendwas. Erste weibliche Pilotin, die hat auch als erster Mensch die Anden durchflogen. Danke, das war's. Trockenländer, wir sind uns einig, wir sind der Außenseiter. Mit frischer, salziger Luft in meinen Lungen fand ich mich am Hafen wieder. Der Kapitän war noch nicht eingetroffen, also saß ich am Dock und wartete auf unsere Abfahrt. Jemand trat mit einer Bitte an mich heran. Er musste eine Nachricht an den Häuptling eines Dorfes, auf das wir mit Sicherheit während unserer Reise stoßen würden, überbringen. Nehmen wir das Angebot oder die Bitte an oder lehnen wir sie ab? Ich nehme sie mal an. Überbringe einen Brief. +1 Brief. Er überreichte uns einen versiegelten Umschlag, den ich versprach, zuzustellen. Eine Bonusmission, bevor man überhaupt die Karte erstellt. Ha! Nice. Was steht da denn schönes? X from London. Hours from London oder sowas ähnliches. Wow, wir haben eine bergige Karte bekommen, Leute. Die Reise über den Ozean bescherte uns viele wundersame Begegnungen mit den Kreaturen der Tiefe, bevor einer der Matrosen mit einem Mal Land ahoi rief. Wir hatten unser Ziel erreicht und es war Zeit, die Expedition zu beginnen. Wir können auf den Lagerraum zugreifen, Wasser auffüllen oder die Expedition beginnen. Ist im Lagerraum irgendetwas? Nein. Theoretisch kann ich hier wahrscheinlich Sachen lagern. Ich bestand darauf, dass wir unsere bestmögliche Ausrüstung für unsere Mission zurechtlegten. Ich musste meine Optionen sorgfältig abwägen und mich für alle Eventualitäten der Expedition wappnen. Doch ich spürte auch das drängende Bedürfnis, mich in das große Unbekannte hinauszuwagen. Ha! Wasser auffüllen macht sogar Sinn, wir bekommen was dazu. In manchen Gegenden kann ein extra Vorrat an Wasser elementar sein. Ich verteilte zusätzliche Wasserrationen aus den Schiffsvorräten auf meine Expeditionsmitglieder. Ich musste meine Optionen sorgfältig abwägen, bla bla bla. Achso, ist sowas neuer Text. Doch ich musste mich auf den Weg machen, um zu verhindern, dass meine Rivalen mir zuvorkamen. Ja, gut, genau so wird's laufen. Vor allem, wer hat uns dann den Brief gegeben? War das ein anderer Entdecker, irgendwie so ein Kollaborateur, der uns sabotieren soll? Von unseren Rivalen? Das wär's. Okay, Expedition beginnen.
Es wäre sicherlich angemessen, dass wir zuerst den Brief zustellen. In weiser Voraussicht hatte der Mann die Position des Dorfes auf unserer Karte markiert. Nice. Das ist in der Nähe, das ist cool. So, was haben wir denn? Wir haben Marie Curie, wir haben Universal gebildet. Wähle aus 5 anstatt 3 Fähigkeiten aus. Ja, wie wähle ich denn aus? Ich kann dich nicht anklicken. Okay. Verstehe ich gerade noch nicht, wie man Fähigkeiten auswählt, aber dazu kommen wir sicherlich noch. Okay, wir können die Expedition abbrechen, wenn wir über 2 Personen verfügen, die den Ballon bereit machen können. Und haben eine begrenzte Menge Platz, wenn wir das machen sollten. Und das ist das hier, Tag 1, Schwierigkeitsgrad bla. Dion Fortune, bla bla bla, zeigt an, wie nah deine Rivalen an ihrem Ziel sind. Wenn du das Ziel vor deinen Rivalen erreichst, erhältst du einen Wettlaufbonus für deine frühe Heimkehr. Ah, cool. Was ist denn mit Schwester Zoe, eine Missionarin? Loyalität 2, sie hat starker Wille, maximale geistige Gesundheit, plus 10, nice. Spirituelle Soldatin ermöglicht es, kostenlos in Missionen zu übernachten, kennen wir schon. Rassist ist voreingenommen und aggressiv gegenüber Mitgliedern einer anderen Rasse oder kultureller Herkunft. Das sind die besten Missionare. Da, wo sie hingehen wollen, sind nur Leute, mit denen sie nichts zu tun haben wollen. Wunderbar. Und, oh, starker Wille plus 2 sogar. Achso, das ist die nächste Stufe. Okay. Ja, wir könnten Esel reiten. Was bringt denn das? Oder entlassen? Ich habe keine Ahnung. Warum weiß ich das nicht? Gefechte durch Würfel. Wir haben Würfel. Die kann anscheinend nichts Offensives, die Schwester Zoe. Und auch Marie Curie sieht nicht gerade sehr offensiv aus, wenn ich hier die Würfel sehe. Das Auge ist wahrscheinlich Wissenschaft und der Kopf, Hirn, Cleverness? Keine Ahnung. Muss wohl der Jagdhund nachher regeln, wenn wir in Kämpfe geraten, wie es aussieht. Oder die ganze Zeit weglaufen, das kann auch sein. Na gut, dann... Wir könnten klettern anscheinend, da wir das Seil dafür haben oder die Kletterausrüstung. Ich gehe erstmal hier hin. Denn ich möchte wissen, wie ich am ehesten zum Dorf komme. Wie gesagt, klettern, das kostet mich 19, darauf 23. Nee, dann ist das hier sinnvoller. Direkt ins Dorf. Mal gucken, was unsere Nonne anstellt für einen Scheiß. Dorf betreten. Heute erreichen wir ein Dorf. Die Menschen, die hier lebten, schienen mir wie Anbeter der Geisterwelt. Ich kann es leider nicht auswählen, diese hervorgehobenen Worte. Ich konnte riechen, dass sie soeben gekocht hatten. Die Dorfbewohner winkten uns freundlich zu sich und boten uns einen Teil ihrer frisch zubereiteten Mahlzeit an. Okay, sie haben schon jemanden gekocht. Wir sind nicht auf dem Speiseplan heute. Gegenstände ansehen. Exzellentes Stück Fleisch. Ja, brauche ich... Ach, Beute ist das dann theoretisch. Nice. Ja, das Blöde ist jetzt, ich kann es nicht nehmen, weil ich noch den ganzen anderen Kram habe. Toll. Ja, super. Die Dorfbewohner betrachteten uns mit Vorsicht. Sie waren freundlich und boten uns ihre Hilfe an. Bitteschön, ich habe einen Brief für euch. Plus 2 Ruf. Wir übergaben den Häuptling unseren Brief. Der alte Mann war sehr gesprächig und erzählte uns von den Wundern dieser Region, die wir uns unbedingt ansehen mussten. Dazu zählte auch ein heiliger Schrein, den wir auf der Karte markieren. Unsere Zeit mit den Einheimischen war ein reines Vergnügen. Sie behandelten uns mit großem Respekt und boten uns weitere Hilfe an. Wir können hier übernachten, was sicherlich sinnvoll ist. Wir könnten jemanden rekrutieren mit dem Ruf, den wir gerade bekommen haben. Oder handeln. Was haben wir denn hier Schönes? Speere. Um zusätzliche Würfelkombos zu erhalten. Macht wohl Sinn. Tierzahn. Kann man im Museum einstellen. Mangos. Seil. Ich wollte gerade sagen, ich habe nicht allzu viel. Platz ist das Problem. Extra Munition brauchen wir wahrscheinlich auch noch. Püppchen. Kleine Puppen, die Ängste und böse Träume verjagen sollen. Ich tippe mal, das ist geistige Gesundheit. Interessant. Juwelen. Auswahl seltener und sehr wertvoller. Juwelen. Kann man auch ins Dings stellen und Wasserration. Ja, wir haben jetzt nichts, wir haben jetzt keinen Platz mehr, von daher lassen wir es erstmal. Ich will ihnen auch nichts geben, was mir Ruf beschert, wenn ich das schon hätte. Eine Sekunde, Leute. Entschuldigt Unterbrechung. Wo waren wir? Ich könnte eine Waffe gebrauchen. Ja, ich glaube, dafür ist die Munition da. Keine Ahnung, es wundert mich, dass man extra Munition haben kann ohne eine Pistole, aber kommen wir erstmal in den Kampf rein und schauen, wie es läuft, ehrlich gesagt. Kann ich jemanden rekrutieren? Wir haben einige Freiwillige. Gruppengröße maximal 5 Leute.
Ich werde meine Ration nicht mit einem Ureinwohner teilen. Sie haben wirklich ein Problem, Lady. Yeah, aber Ikiri ist voll dagegen, dass sie so eine Pennerin ist. Nice. Ich hörte mich um. Einige abenteuerliche Gestalten. Wen haben wir? Fexit, der Schamane. Juporowitz, der Tierführer. Ein Wasserbüffel. Der Wasserbüffel hat sich sofort gemeldet, als er unsere Stimme gehört hat. Ich habe meine Meinung geändert. Das heißt, wir müssen, ja, natürlich, wenn wir jetzt mit mehr Leuten losziehen, dann wahrscheinlich brauchen wir auch mehr Nahrung. Hey, Deathrod lässt grüßen. Ein Ansehensbonus zu Beginn der Expedition. Tierkapazität. Vergrößert Inventar für alle Packtiere. Zählt nur einmalig. Oh, nett. Wasserbüffel ist natürlich, ist wohl klar, das ist das schöne Vieh. Mrs. Abbott. Ja, genau. Die Schwester Zoe und Mrs. Abbott zusammen auf der Reise. Es passt irgendwie wunderbar. Tragekraft 4. Das wäre auch ziemlich nice. Und was kann der Schamane? Der Schamane hat einen guten Ruf, ist ein Pilzexperte. Ah ja. Und ist abergläubisch. Kann ich mir irgendwie vorstellen. Meine Nonne war auch sexistisch? Nee, sie war rassistisch. Charon, nur rassistisch. Nur. Sie kann so schnell diskutieren, Gotik. Sie wird die Kugeln einfach in jemanden hier rein diskutieren. Die waren schon da, als du hingesehen hast. Ist die Frage, will ich noch jemanden mitnehmen? Ich glaube, jemand mit Angriffsfähigkeiten wäre cool. Aber das zählt irgendwie für gar keinen hier. Wir haben Defensive und Handsymbol auf dem Tierbetreuer. Aber ich glaube, einen Tierbetreuer mitnehmen wäre ziemlich geil, weil wir schon einen Esel haben. Dann haben wir noch mal einen Inventarslot mehr. Den nehme ich mal mit. Ein eingeborener Tierbetreuer. Juporowitz, der Tierführer, trat der Expedition bei. Unsere Zeit mit den Einheimischen war ein reines Vergnügen. Ja, übernachten kann ich auch noch ganz schnell. Ich wies meine Truppe an, unsere Vorräte abzuladen und uns für die Nacht bereit zu machen. Ein Junge lief laut weinend ins Dorf. Anscheinend war der Dorfälteste verstorben. Das gesamte Dorf trauerte. Bis spät in die Nacht hielten sie Zeremonien. Ja, das hat ja... Okay, das kostet uns natürlich einen Tag, wenn wir übernachten. Verstehe. Minus 2 Ruf dafür. Ich schlief wohlbehalten unter großem Komfort. Ich wurde von einer Gruppe von Kindern geweckt, die sich über uns lustig machten. Gut, dann gehen wir. Beziehungsweise ich kann jetzt wieder handeln, ne? Kann ich irgendwas tauschen? Nee, ich will ja, wenn mehr Kram haben und nicht weniger. Na gut, dann gehen wir. Die Vorräte wurden wieder verstaut und wir reisten ab, um neuen Abenteuern entgegenzugehen. Schwester Zoe war sichtlich erleichtert, als wir das einheimische Dorf verließen. Tudum. Ich wollte gerade... Da sind wir. Das ist die Karte fokussiert irgendwie auf merkwürdige Sachen oder hat keine Rückzoom-Funktion, so im Sinne von, hey, hier ist der Schrein, von dem die Dorfbewohner erzählt haben. Ja, und wo bin ich? Ah, hier oben bin ich. Okay. Na schön, ja. Der Schrein ist wohl unser Tipp und der Kompass zeigt Richtung Süden bzw. Süd-Südwest. Südwesten meine ich nicht, Süd-Südwest, es wäre da. Zwischen Südwesten und Süden. Von daher, wir können in den Schrein reingehen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir Probleme bekommen werden mit den Eingeborenen, wenn wir jetzt noch ein Dorf treffen, nicht da reingehen und was plündere, aber wir wollen erstmal uns auf die Reise machen. Also gehen wir mal, ich würde sagen, dahin und schauen mal, wie sich die Karte weiterentwickelt. Ja, weil dieses Ostgebirge hier sieht ein bisschen sehr schwierig aus. Dann gehen wir lieber da lang. Klingt ziemlich schlammig, die Umgebung, wenn ich hier so durchlaufe. Das ist auch ein Steinwald. Okay, ein Steinwald. Dichter Dschungel. Außenrum geht sogar schneller. Tatsache, das Fragezeichen hätte ich fast gar nicht gemerkt. Danke, Gotik. Ich muss ein bisschen drauf achten. Weil es gibt... Das Spiel ist halt... In dem Sinne nicht, wie soll man es definieren, nicht sehr kommunikativ mit mir. Es ist zwar ein Entdeckerspiel, aber wenn irgendwo ein Fragezeichen ist, dann hätte ich gedacht, von wegen, das blitzt so ein bisschen auf, damit es meine Aufmerksamkeit erregt, wisst ihr? Ein Höhleneingang, okay. Gehen wir mal näher ran. Höhle erkunden. Wir näherten uns einer Höhle. Ihre Öffnung schien tief in den Berg hineinzuführen. Wir brachten eine Fackel, um die Geheimnisse der Höhle zu enthüllen.
Wir können im Dunkeln erkunden, was offenbar Entdeckerwürfel kosten würde. WB Red Eyes. Oh, armes Feuerfuchs. Oder wir können eine Fackel dafür nehmen. Wir haben 3 Fackeln, also denke ich mal, es ist eine clevere Idee. Okay. Wir bekommen noch Ärger mit den Ureinwohnern. Das glaube ich gerne, wenn ich dieses Bild hier sehe. Wir entzündeten eine Fackel und stiegen in die Dunkelheit hinab. Wir fanden uns in einer Sackgasse wieder. Sie war offensichtlich als eine Art heilige Grabstätte genutzt worden. In ihrem Inneren befanden sich große verhüllte Pakete, in denen sich menschliche Überreste zu befinden schienen. Ja, ich befördere gleich LeBron, keine Sorge, das habe ich noch mitbekommen. Wir haben jetzt niemanden wirklich dabei, den das stört, hoffentlich. Ich meine, kein Abergläubischen, also untersuchen wir die Mumien mal. Die meisten Mumien waren zu alt und zerbrechlich und waren daher von wenig Wert für uns. Allerdings konnten wir nach ausführlichen Untersuchungen noch intakte Überreste finden. Eine Mumie. Okay, nehmen wir eine Mumie mit. Gott wird uns den Weg weisen mit dieser Mumie im Gepäck. Yes! Okay, Beförderung hatten wir ja gerade bekommen. Wir können also einen dieser beiden befördern. Ja, wen nehmen wir jetzt dafür? Toll. Starker Wille auf ihr oder Tierkapazität. Ah, da sieht man es jedes Mal, was man befördert, was dann erhöht wird. Das ist praktisch. Tierkapazität. Wir brauchen zwar Platz, oder es schadet auf keinen Fall, aber ich nehme mal die geistige Gesundheit. Das ist auf keinen Fall verkehrt. Wenn ich mich das nächste Mal ausruhe und wir sind voll, dann dürfte das einiges helfen. Zacka! Jawohl. Und das nächste Mal sogar Stufe 3. Cool. Wo wollte ich nochmal hin? Da lang. Wo geht's am schnellsten? 30, weil wir beim Berg müssen. Also gehen wir erstmal da lang. Isabella Bird erspielt. Eine neue Entdeckerin, wie es scheint. Cool. Aber Dion Fortune ist leider schon ziemlich viel weiter als wir, wie es scheint. Eieiei, das ist ein Abgrund. What? Was ist das für ein fucking riesiger Abgrund? Ja, okay, ich gehe mal davon aus, dass wir da irgendwie die Pyramide finden. Das heißt, ich müsste einmal rum und wieder zurück. Und da haben wir Panther. Panther in der Nähe dieses Schreins. Und kostet mir 48 Sanity, da reinzugehen. Wow. Okay, ich weiß nicht, ob das lohnt, Leute. Aber da unten ist noch ein Fragezeichen. Ja, gut, das sind 2 Events und ich kann ja auch mal einen Kampf versuchen. Speichern gibt es ja sicherlich nicht, weil es ja so ein Roguelike ist. Also, hinein ins Getümmel. Hatten wir noch irgendwas, womit ich das machen kann? Nee, Macheten haben wir ja nicht. Und Macheten hätten wahrscheinlich unseren Dschungel erhöht. Das ist ein anderer Entdecker. Also gehen wir erstmal da lang. Ah, ich sehe es gerade. Okay. Panther und da... Der Panther zählt für dieses Gebiet hier. Ist aber in Ordnung, weil ich nicht an den Panther nah herangehen will. Gehen wir mal... Ja, erstmal bis dahin. Der Panther kommt! Nein, er kommt auch nicht. Sehr gut. Schrein erkunden. Der Schrein vor uns schien gleichermaßen Furcht und Respekt einzuflößen. Das Bauwerk war von dichtem Pflanzenwuchs umgeben. Eine mächtige Treppe führte zu einem gewaltigen Torbogen. Kafuri, Karl, Domuk, Pit, irgendwas. Konzentrieren wir uns auf die Expedition, mein Lieber. Du brauchst nicht immer so fluchen. Aber das Wasser bringt uns, glaube ich, nichts, wenn wir... Warte mal. Wert 12, okay. Und Schokolade Wert 10. Okay, die brauchen wir, um uns zu heilen. Das Gebäude fühlt sich kalt an, obwohl das Material wärmeresistent war und bloß sehr gut Kälte speichern konnte? Fragezeichen. Wir erreichten eine Art Schatzkammer. Der Anblick war atemberaubend. Bovodo ve gi hehen ta mel lerui. Ist ja gut. Ich hielt den Atem an, als wir einen Altar im Zentrum des Raumes erblickten. Darauf finden wir eine goldene Schüssel und einen Totemstab. Lemmy Bini Tief Bandit Fun! Wir haben keinen Fun! Kimot! Kimot! Okay, ist ja gut. Mächtiger Totemstab. Wird in den Boden gesteckt, wird es niemand wagen, näher zu kommen. Die goldene Schüssel ist schon irgendwie ansprechend. Aber ich wette, wir werden garantiert eine Falle auslösen. Die Falle wird bei unserem Sanity-Zustand keine gute Idee. Ich nehme nur den Totemstab mal mit. 2 Stück und das war's. Das war nicht der Moment, um zu zögern. Wir holten uns, wofür wir gekommen waren. Ich begann unkontrolliert zu zittern. Es war so kalt. Mein eigener Atem kristallisierte sich vor mir in der Luft und jeder Atemzug fühlte sich an, als würde kleine Nadeln meinen Hals und meine Nase stechen. Aber wir leben noch. So viel dazu.
Niemand wagt es, uns näher zu kommen, wenn ich das Ding benutze. Das könnte... Wow, Leute, guckt euch diesen riesigen Abgrund an. Ich muss den ganzen Weg hier rumgehen, um zu dem Berg zu kommen. Dann werde ich aber nicht mehr zu dem Teil da zurückgehen. Keine Chance. Dann werde ich hier unten weitergehen, um versuchen, die Pyramide zu erreichen. Leroy! Jenkins. Ja, ich esse jetzt erstmal eine Runde. Ist schon richtig. Ich frage mich nur gerade, füllt Geist die Gesundheit auf und benötigt man, um Wunden zu versorgen? Aber gut, ja genau, Lebenskraft. Ja, so ist das dann. Marie Curie hat irgendwie ein bisschen sehr wenig Lebenskraft, Leute. So ein ganz bisschen. Selbst die Schwester, 7 Lebenspunkte und sie nur 2. Jo, okay. Die Schwester hat genauso viele Lebenspunkte wie der Hund. Die Schwester hat mehr Lebenspunkte als der fucking Eingeborene. What the fuck? Nam, vielen Dank. Wir sind da und wir wollen dahin. Das heißt, ich... kann ich nicht dahin, dann über den Berg rüber? Das ist teurer? Nee, dann gehe ich doch an den Tiger vorbei, du Trottel, du Spiel, du. Erstmal nochmal eine Runde. Zugsposer, du mokelst Tetsi! Ja, mal da lang. Ja, guck mal, Leute, es wird kälter, so ein bisschen. Erodiertes Trockenland. Reisekosten hoch, Reisetage, bla. So, ja, erstmal muss ich eigentlich meine ganzen Vorräte auffressen und dann auf den Berg draufklettern und, ja, toll. Wow, ist das Spiel so kurzlebig? Ich dachte eigentlich, es wäre zumindest leichter, an Zeug ranzukommen. Bringt mir das Wasser irgendwas? Nö, ja, bringt mir gar nichts. Wert 12. Ja, gibt auch geistige Gesundheit, das ist klar. Okay, dann klettern wir mal eine Runde. Yo. Tödliches Eis. Überall. Gletscher. Ein Gletscher ist entstanden, weil wir das Ding ausgeraubt haben. Ja, nice. Ich glaube, das sollten wir in Zukunft ein bisschen lassen. Wir gönnen uns eine kurze Pause, bevor wir erneut aufbrachen. Verlassen. Toll, das heißt, ich habe bald keine Sanity mehr. Und auch keine Möglichkeit, es wiederherzustellen. Ja, nice. Ja, und da unten ist eine Bergkette, Leute. Wir haben verloren. Wir haben automatisch verloren. Weil ich komme hier nicht weiter. Ich werde jetzt noch ein Schrittchen weiter gehen, um zu gucken, was passiert. Aber ich komme hier nicht weiter. Komme nicht über den Abgrund rüber, ohne den ganzen Weg zurückzulatschen. What the fuck? Abgrund? Riesenabgrund. Und die Pyramide ist irgendwo da. Kann man stark von ausgehen. Na denn. Was ist das? Steinwald. Reisetage, Reisekosten erhöht. Ja, die Sache ist, wenn unsere Sanity im Arsch ist, dann gehen die schlechten Ereignisse los. Zumindest stelle ich mir das mal ganz stark so vor. Aber ich würde gerne auch den Berg erreichen, zum Teufel. Okay. 0 von 120. Wir waren erschöpft und hungrig. Als die Nacht über uns hereinbrach, machte mir Schwester Zoe einen Vorschlag. Wenn wir eines unserer Tiere schlachteten, würden wir dringend benötigte Energie gewinnen und neue Hoffnung erlangen. Das ist ein Argument. Wir sind noch in keinem Kampf gekommen und wir haben noch, wir brauchen nicht mal den Platz so ganz dringend. Aber gut, Leute, nehmt es mir nicht krumm. Ich würde es niemals machen. Wahrscheinlich, wenn ich verhungern würde, wenn ich es nicht mal machen. Aber momentan macht es mehr Sinn, den Hund zu schlachten. Das ist leider so. Minus Jagdhund plus 40 Gesundheit. Das ist nice. Mit großem Bedauern stimmte ich zu. Wir töteten Blitz und brieten die Überreste über dem Feuer. Es war traurig und ekelerregend, doch die Erleichterung über unseren gestillten Magen verdrängt dieses traumatische Erlebnis aus meinen Gedanken. Yep. Ich will noch gucken, ob ich den Berg erreiche und danach kann ich theoretisch den Heißluftballon ziehen und abhauen. Weil erreichen tun wir, glaube ich, hier sowieso nichts mehr. Ja gut, er ist jetzt gerade nicht da, aber... Ich mache nochmal Werbung dafür. Energy Drinks von Aldi. Die helfen mir auch, die Streams gut zu überstehen. So, ich will zu dem Berg. Packeis. Gletscher kommt man gar nicht mehr durch. Nice. Das heißt im Endeffekt, übers Packeis zu gehen. Wow. Wir sind so blöd, wir gehen über Packeis. Yay. Und unsere Fragezeichenhöhle ist gerade zugefroren, Leute. Jawollo. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Bevor wir jetzt sterben, wahrscheinlich ist das da drüben der Tempel. Wir haben da nur See, wir haben da unten Berge, wir sind einfach genug. Wir müssen mehr auf die goldene Nadel achten. Der Schrein war so eine richtige Falle von den Eingeborenen, so ein bisschen. Und ihre ganze Insel wird deswegen jetzt in einem Eischaos untergehen, als Rache dafür, dass sie uns in den Albtraum gesteckt haben.
ihre eigene Schuld. So, testen wir nochmal das mit dem Heißluftballon. Und jetzt gerade, wo wir den Hund jetzt weggeschlachtet haben. Ah, ich hätte früher den Heißluftballon ziehen müssen. Der Heißluftballon würde einige Tage benötigen, bis er zur Abreise bereit war. In seinem Tragekorb war nur wenig Platz. Alles, was nicht hineinpasste, würde zurückbleiben müssen. Nur Platz schaffen. Ich überlegte, jemanden zurückzulassen, um mehr Platz für kostbare Wertgegenstände zu machen. Im Ernst? Ich weiß ja nicht, aber ich habe sie befördert, von daher. Naja, ich kann allerhöchstens den Esel entlassen. Den Esel entlassen, aber habe ich dann nicht mehr fürs nächste Abenteuer, ne? Ist mir egal, Radon. Aber gut, dann hast du wenigstens die Werbung gehört. Genug! Ja, kann ich den Ballon jetzt... Ah, okay. Flucht und Abbrechen, das ist super. Wir haben nur 2 Plätze, wenn ich so viele mitnehme. Aber ist gar nicht mal schlimm, weil im Endeffekt brauche ich ja nur die Mumie mitnehmen. Oder geht meine Ausrüstung, die ich jetzt habe, auch hinüber in das nächste Abenteuer, ist die Frage. Und ich würde meinen Platz limitieren, wenn ich das mache. Kann versuchen, den Esel zurückzulassen. Bofukuk. Ja, what the fukuk, Alter. Das ist nicht gut. Ich meine, ich könnte den Eingeborenen zurücklassen, wenn er jetzt gleich abspringen sollte, weil er nicht mitkommen will. Das halte ich für sehr wahrscheinlich sogar. Der hat ja immer Heimweh-Trade. Wird zögern, mich auf der Heimreise zu begleiten. Hat auch nur einen Platz. Ja, komm, wir lassen Jubovoric zurück. Der hat what the fuck gesagt, der darf nicht mitkommen. So. Ohne ihn weitaus kostbare Beute. Heißluftballon würde einige Tage benötigen. Minus eingeborener Betreuer. Ballon bereit machen. Einen Platz mehr. Wow. Wir nehmen die Mumie mit. Wir nehmen die Kletterausrüstung mit. Und die Fackeln. Flucht. Wir schlossen unsere Vorbereitung ab und machten uns bereit für eine lange Heimreise. Das waren 41 Tage, 10 Ruhm, weil wir abgebrochen haben. Okay. Brillant! Wir haben triumphiert irgendwie. Ein Follower, Moment. Martinrom15, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Danke fürs Followen, willkommen im Stream. Falls du es noch nicht weißt, The Curious Expedition. Obwohl, ich glaube, das weißt du. Es ist alles so anders. Für Krone und Vaterland, hurra! Und die Pixelmännchen freuen sich alle. Ist das eine Frau? Okay, wir wissen schon mal, wer den Sexisten-Trait hat hier in dem Publikum. Genau der Kerl da. Und es ist, glaube ich, ein Farbiger. Von daher, yay, der Farbige, der ein Sexist ist. Das machst du gut in diesem Zeitalter. So, das ist alles bekommen hier. Starker Träger. 2 Tragekraft. Ah, wir können Perk jetzt aussuchen für die nächste Expedition. Geil. Ein Ansehensbonus plus 4. Adlerauge, Reichweite für Sichtreichweite. Alleiniger Überlebender. Überlebe etwas länger, wenn gänzlich alleine. Sprengstoffexperte, erhöhte Sprengstoffradius und Dynamit. Haben wir nicht, macht keinen Sinn. Ich will nicht unbedingt allein überleben, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Immer ein paar Kollegen dabei haben, vor allem für einen Heißluftballon. Entweder Inventarplatz oder Ansehen, würde ich sagen. Ja, ich denke auch Thymon. Aber es ist nicht. Das heißt aber auch, dass Marie Curie erst im späteren Teil des Spiels stärker wird, weil sie ja am Anfang keinen Trade aussuchen konnte. Oder nee, wahrscheinlich zählt. Oh, müssen wir rausfinden. 40% Sichtweite, guter Ruf. Ich glaube, guter Ruf ist nicht schlecht. Naja, wir brauchen nämlich nicht so viel Platz im Inventar, wenn wir das Zeug eh nicht bekommen, was wir haben wollen. Ja, ich nehme mal den Ruf. Yay! Hüpf, hüpf, hüpf! Ah, verdammt. Moment. Wie viel Tage? Ist es rum oder wie viele Tage die gebraucht haben? Oh, 10. Wow. Sind wir arm dran. 40 Geldmittel, 100 Ruhm Museum. Ja, Abgründe. What the fuck, Abgründe? Na gut, wir haben eine Mumie mitgebracht, immerhin. Behalten, verschenken, verkaufen. Ah, okay. Verschenken für Ruhm. Dann können wir den Punktestand hier aufholen. Das wäre gar nicht mal so schlecht.
Aber Geldmittel 40. Ich habe ein bisschen Zeug und ich brauche wieder Vorräte, Leute. Ich glaube, wir müssen verkaufen für Nahrung. Machen wir das mal. Wird einen guten Preis erzielen. Okay. Und wir haben nur noch einen Ort zur Auswahl. Den endlosen Dschungel. Ne, halt zwei. Endlosen Dschungel und die dunkle Wüste. Und da sehen wir jetzt auch die Felder, glaube ich, die wir in der Vorschau haben. Das ist wohl Schreine mal zwei. Das ganz rechts kenne ich immer noch nicht. Das kann ich nicht identifizieren. Und Dörfer, würde ich sagen. Was meint ihr, Leute? Wohin? Ich habe das Gefühl, unser Außenseiter-Dasein hat uns nicht so viel gebracht. Aber jetzt suchen die meisten die Wüsten ab. Emilia Erhardt, Wüste. Keine Ahnung, wer das nochmal war. Mutter Teresa, Wüste. Hier oben ist im Nordpol. Fortune. Und Tesla ist in den trockenen Ländern. Von daher sage ich auch mal Wüste halbwegs. Ab nach Australien und Tesla ein bisschen Konkurrenz machen. Ihr wollt nur die dunkle Wüste, weil da steht dunkle Wüste. Ganz ehrlich, ich kenne euch doch. Ja, ihr wollt alle, dass ich in die Wüste geschickt werde. Ja, klar. Ich werde von einem älteren Herrn begrüßt, während ich auf die Expedition wartete. Er forderte mich heraus, meine Expedition innerhalb von 80 Tagen abzuschließen und versprach mir eine satte Belohnung. Ich glaube, die letzte Expedition war 40 Tage und ich habe mich nicht auf die Pyramide konzentriert. Wenn ich jetzt versuche, mal so wirklich dem Kompass zu folgen, könnte das gehen. Testen. Zum Abschied zog er sogar seinen Hut und wünschte mir viel Glück auf meiner Reise. Die Kunde über meine Taten musste sich erst verbreiten, also war ich nicht überrascht zu sehen, dass unsere Abreise keine große Aufmerksamkeit erlangte. Ich war erleichtert zu sehen, dass jemand den Weg zu meinem Schiff auf sich genommen hatte und bereit war, sich mit uns auf eine große Reise zu wagen. Sergeant Lawrence Sansom. Warum nicht Samson? Das macht irgendwie mehr Sinn. Ein Gebirgsjäger. Gebirgsführer. Reduzierte Bewegungskosten, Preise über Hügeln. Klingt nice. Und abergläubisch. Ein Sergeant, ein Abergläubischer. Ja. Her mit dir. Wir können es gebrauchen. Einen so findigen Kämpfer konnte ich sehr gut gebrauchen. Ich rekrutierte Sergeant Lawrence Sansom. Endlich war unser Schiff bereit. Was haben wir denn noch? Ausrüstung kaufen. Tieraufrüstung. Ja, wir haben aber noch einen Packesel, ne? Eine Sattelmeisterin bot uns an, die Ladekapazität unserer Packtiere zu erhöhen. Ah. Und wir haben hier oben 70 Pfund haben wir zurzeit zur Verfügung. 10 Ruhm und die zweite Expedition. Ah, okay, Leute, das heißt, wir können im Endeffekt, wenn wir Curious Expedition streamen, so einen Abend damit verbringen, diese 6 Expeditionen durchzuhauen und schauen, wie wir uns gegen die anderen schlagen, denke ich. Klingt passabel. Wüste in Zelda ist immer so eine Sache. Ich erinnere mich an die Wüste in Ocarina of Time. Aber plus 50 für eine Tragekraft, nein, danke, das brauchen wir nicht. Was ist mit Ausrüstung kaufen? Ja, das sieht auch schon mal anders aus. Kann im Kampf benutzt werden, um zusätzliche Würfelkombos zu erhalten. Ja, deswegen, wir haben nämlich nur diese beiden Sachen hier. Den Rest mussten wir alles da lassen. Eine Machete wäre nice für dichten Dschungel. Der hat jetzt öfters Probleme gemacht. Ein gewisser Komfort in einem unterwegs. Ich weiß nicht, wozu der ist. Schokolade, ja, die brauchen wir definitiv. Schneeschuhe brauchen wir nicht. Leinwand brauchen wir nicht. Schaufel. Um Dinge auszugraben. Fackeln haben wir noch genug. Verbandszeug bringt dann nur was, wenn ich verletzt werde. Wovon ich jetzt mal... Ich versuche ja Kämpfe zu vermeiden mit Marie Curie. Die ist ja jetzt nicht wirklich sehr kämpferisch. Ja, stimmt, wir gehen in die Wüste. Da gibt's wenig Dschungel zum Kaputthacken. Hast du schon recht, Red Eyes. Stimmt. Dann nehmen wir mal 1, 2, 3, 4, 5 mal Schoko mit. Wir werden es brauchen. Und ich würde sagen 3 Seile für später. Und Dynamit. Gutes Dynamit, Lösung für Probleme. Kann Berge aus dem Weg räumen. Für später vielleicht. Das ist mir ein bisschen zu teuer jetzt für den Anfang. Wir brauchen erstmal Kohle. Ich würde sogar noch mehr Schokolade kaufen. Wir behalten den Rest an Geld erstmal. Das muss reichen. So. Segel setzen! Land ho!
Expedition 2, Random kommt. Random sagt, wenig Berge, wie es aussieht. Was haben wir hier oben? Grasland. Noch kein Fragezeichen, okay. Ich hatte gerade meine morgendliche Wäsche beendet, als das Expeditionsgebiet in unsere Sichtweite, in unser Sichtfeld rückte. Wir hatten unser Ziel erreicht und es war Zeit, die Expedition zu beginnen. Ja, Wasser mitnehmen, ne? Ich meine, was schadet's uns? Ich weiß nicht, warum nicht, aber in der Wüste auf jeden Fall. Im Lagerraum ist ja sowieso nichts drin. Macht also nichts. Also, geht's los. Ja, wir haben keinerlei Anhaltspunkte dieses Mal, also, was wir als erstes finden, ne? Die, was? Ja, guckt euch mal die Kompassnadel oben in der Ecke an, Leute. Ja, sehr hilfreich. Aber sie pendelt sich nach Norden. Na, ja, die pendelt sich nicht mal ein. Die war geil, die auch im Süden, oder? Irgendwo zwischen Nordwesten und Südosten. Wenn wir uns aufteilen, dann finden wir den Schatz sicherlich schneller. What the fuck? Yo, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich, wenn hier unten der Rand der Karte ist, dass Südosten Quatsch ist. Also gehen wir mal nach Nordwesten. Ah, guck mal, Leute, wir brauchen ja für die Wüste, brauchen wir Wasserrationen, wie es aussieht, die hier an den Dingern eingeblendet werden, wenn ich die Maus hier rüber bewege. Das heißt fast schon, es macht Sinn, die Wüste zu meiden. Fürs Erste. Dann gehen wir doch erstmal dahin. Unpassierbare Region. Was? Was war das denn gerade? Okay. Kompass, was hast du heute? Ja, wir gehen nach rechts oben, der Mittelwert. Da oben sind sogar Berge. Du könntest nicht mal Unrecht haben, Chardon. Das ist das Schlimme an der ganzen Sache. Ping, ich hab dich im Auge, Ping, Ping. Bleib oben, Ping, Ping. Wir geben ab jetzt meine Internetverbindung einen Namen. Das ist Ping, Ping. Definitiv Asiate. Ja, wenn ich mal davon ausgehe, dass wir nach Norden müssen auf jeden Fall, dann ist das westliche Fragezeichen Quatsch für uns. Und wir können ja auch Wasser sparen, wenn ich übers Trockenland marschiere. Also gehen wir mal da lang. Und es ist ein Eingeborenendorf. Kostet uns ein Wasser, wenn ich dahin will. Dorf betreten. Wir näherten uns mit großer Vorsicht einem unbekannten einheimischen Dorf. Die Leute hier sahen aus wie Mitglieder eines Stammes fähiger Speer. Wir betraten die Siedlung eines nomadischen Stammes. Die Ureinwohner schienen über unser Kommen sehr erfreut zu sein. Sie begrüßten uns überschwänglich und boten uns Geschenke an. Hey, weil wir einen guten Ruf haben am Anfang des Abenteuers zum Glück. Und das dürfen wir einfach alle so nehmen. Koka-Blätter. Aufputschender Effekt, herrlich erfrischender Tee, füllt geistige Gesundheit auf und Mangos. Ja, damit. Wir wurden von einer Gruppe begeisterter Kinder ins Dorf geleitet. Die Einheimischen schienen nur Gutes von uns gehört zu haben. Hat seine Vorteile. So, was können wir denn machen mit euch? Beziehungsweise, wie ist eigentlich unser Ruf? Ruf 4, ja. Wissen wir ja, Ruf 4. Gut, was haben die denn? Einen roten Pilz. Dem gewöhnungsbedürftigen Geschmack zum Trotz besitzt er eine starke heilende Wirkung und ist auch im Allgemeinen sehr gesund. Nett. Rohes Fleisch, ein Stoßzahn. Wenn ich den haben will. Ich kann für... Na, tolle Anzeigefehler leider. Das heißt, ich... Moment. Es wird mir Ruf abgezogen, wenn ich was handeln will, obwohl ich es nicht kann? Oder wie ist das? Also kann ich es verlangen, weil ich ja Ruf habe? Einheimisches Schmuckstück. Kann man als Geschenk verbessern, denn verbessert die Loyalität einer beschenkten Person. Ich glaube, Loyalität ist ja momentan nicht das Problem bei unserer Gruppe. Vielleicht kommt es später noch. Juwelen. Juwelen könnte man sich auch holen. Ha, interessant. Ja gut, ich würde sagen, Speer ist nicht wenig wert. Aber wir haben ja unseren Soldaten jetzt dabei, ne? Der müsste eigentlich ganz gut gewappnet sein. Schwierig.
Kann ich den Stoßzahn handeln? Kein Handel. Das heißt, ich muss ausgleichen die Werte. Ich will noch mal gucken, ob das Symbol dann verfügbar wird. Ja, wird das. Die sind ziemlich geil auf Schokolade. Zwei Schokolade für einen Stoßzahn. Geldwert wäre, was, 60? Wahrscheinlich die Hälfte dann verkaufen, wenn wir wieder daheim sind. Ne? Das heißt, wir könnten 30 Gold, 30 Pfund Gewinn machen. Beziehungsweise 10 Pfund Gewinn, weil ich ja 20 in die Schokolade reingesteckt habe. Müssen wir uns für später mal merken, weil ich will meine Schokolade nicht loswerden. Rekrutieren. Ich kam mit den Einheimischen ins Gespräch, um herauszufinden, ob einige Dorfbewohner risikofreudig genug waren, um uns beizutreten. Mehrere potenzielle Leute. Noxokit, Kaluxap und Fokiluf. Geile Namen. Was haben wir denn hier? Der eine hat einen extra Trade negativen. Klaustrophobie, die Angst vor engen Räumen. Ja klar, den werde ich direkt mitnehmen. Direkt, wenn wir in den Schrein reingehen sollten, nehme ich den als erstes mit. Hat auch keine anderen Vorteile oder so, von daher kann ich es mir nicht leisten, einen mitzunehmen. Es ist die Sache, wie wirkt sich das auf meine geistige Gesundheit aus? Wir stellen ja nicht mehr oder weniger geistige Gesundheit wieder her, wenn ich Essen einschmeiße, oder? Das heißt, es ist eigentlich nur von Vorteil, mit mehr Leuten unterwegs zu sein. Nicht so wie in Death Road, wo man mehr Essen verbraucht. Ich habe zumindest noch kein Anzeichen gesehen. Ich bin euch ein wenig voraus, Thymon, aber ich probiere Dinge ja auch ein wenig aus. Ich wollte gerade sagen, es sind alles Damen, merke ich gerade. Das heißt, uns werden nur hier Damen angeboten. Interessant. Warum wollt ihr Nummer 3? Achso, Loyalität. Ah, cool. Habt ihr recht. Ein Loyalitätspunkt mehr. Dann... Ich gehe einfach weiter, weil ich will den Tag nicht verschwenden, ehrlich gesagt. Wir haben ja die Wette abgeschlossen. Und auf 40 geistige Gesundheit mit einmal Schokolade können wir, glaube ich, verzichten. Da oben ist ein riesenhafter Vogel. Nein, danke. Das Problem ist, da oben ist ein Fragezeichen, wo ich eigentlich auch hin will, wie es aussieht. Wir gehen erstmal hier hin und schauen dann, wie ich um den Berg herumgehen muss. Wenn überhaupt. Okay, was sagt mein Kompass? Der Kompass sagt Nordwesten bis bis Osten. Also der Weg ist richtig. Wenn da Berge sind, entweder sind sie in der See oder hier oben ist vielleicht so eine Art Landkurve. Eine Halbinsel, wo ich dann drauf gehen kann. Das heißt, das Fragezeichen hier macht wohl noch am meisten Sinn. Ich hoffe, der Vogel hat nichts dagegen. Nee, er fliegt aufs Meer hinaus. Was ist das denn? Ein Steinüberhang. Wir erreichten einen Felsüberhang. Er würde uns als Schutz gegen die Elemente dienen. Hier können wir übernachten. Das finde ich gut. Die Hälfte wieder aufzufüllen macht definitiv Sinn. Wir entschieden, dass es eine gute Idee wäre, einen Moment zu verweilen, um allen einen Moment der Ruhe zu geben. Die Luft war klar und kühl, als wir das Lagerfeuer aufbauten. Ich war einsam. Es gab eine Zeit, in der die Dinge anders hätten laufen können, aber sie war lang vorbei. Ich wollte mich beruhigen und beobachtete den Mond und die Sterne am Himmel. Sergeant Lawrence Sampson und Schwester Zoe teilten wieder seine Schlafstätte. Ich konnte leises Kichern hören. Ich würde meine Expedition nicht zu einer sittenwidrigen Umgebung verkommen lassen. Ich musste ein ernstes Wort mit ihnen sprechen. Ja, Leute, unsere Missionarin ist echt gut drauf, oder? Rassistische Missionarin, hat sehr viele Lebenspunkte, mehr als der Kampfhund, den wir dabei hatten, oder der Jagdhund. Und jetzt schenkert sie noch schön mit einem Sergeant herum. Yo, Spiel, du bist gut. Na, ruhen wir uns mal aus. Na, 1, 2, 3. Oder was passiert jetzt? Achso, bis ich aufgefüllt bin, wird... Ne, 4 Tage. Nach einigen Tagen der Ruhe bereiten wir uns auf unsere Abreise vor. Das felsige Dach über unseren Köpfen hatte diesen Ort zu einem perfekten Rastplatz gemacht. Moment mal. Ihr wollt mir sagen, dass ich mich jetzt 4 Tage lang hier am selben Ort ausgeruht habe, bis ich wieder fit bin, um die Mission fortzusetzen?
Ist es nicht irgendwie kontraproduktiv, 4 Tage an diesem Ort in der Wildnis zu verbringen, wo die Vorräte aufgebraucht werden und, man die Zivilisation nicht wieder sieht und solche ganzen Dinge? Ist irgendwie... naja. Gotik, er ist doch nur ein Mann, was kann er denn schon dafür, also bitte. Eine Frau der Kirche zu der Zeit, ja eben. Ich könnte sogar nochmal übernachten, aber ich glaube, das können wir lassen. Auf geht's. Ja, immer noch Nordwesten und Osten, das heißt, das Fragezeichen da oben macht am meisten Sinn. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal Wasser. Wenn ich hier lang gehe, riskiere ich, dass eine Bergkette in der Mitte ist. Aber es würde mich 2 Wasserflaschen weniger kosten und 10 Sanity weniger. Ne, wir gehen nach links. Oder wir gehen erst... Ach, Moment. Wir gehen erstmal dahin, so. Ich riskiere es, ich gehe links lang. Okay, das war schon mal kein Fehler. Ach, unser Kompass zeigt auf einmal nach Westen. Ja, ist klar. Norden bis Südwesten. Also könnte es gut das Fragezeichen da sein, wo wir hinwollen. Ich habe noch gute Sanity. Das heißt, ich kann mir nicht einen Abstecher leisten zu dem Ding da. Sofern es nicht ein Schrein ist, der mich umbringen will. Ich bräuchte allerdings einmal, zweimal, dreimal, viermal Wasser. Das würde gerade so reichen. Einmal noch Risiko, Leute. Beziehungsweise ich gehe erstmal hier hin. Ach, es reicht nicht. Ich muss ein Wüstenfeld betreten, um zu sehen, was es ja ist. Es muss eine 2-Felder-Distanz sein. Dann gehen wir dahin. Es ist eine Gruft. Yay. Aber ich kann jemanden befördern. Was war nochmal bei dir? Hilfe des Loyalitätsbonus. Reduziert die Bewegungskosten. Naja, wir sind noch nicht auf Hügeln unterwegs gewesen. Macht keinen Sinn. Der Speer könnte unsere Sichtweite erhöhen, macht jetzt aber hier leider in den Berggegenden auch wieder keinen Sinn, denke ich. Nur für die nächste Mission vielleicht. Ob er uns darauf begleitet, ist auch wieder so eine Sache. Dann nehme ich lieber den Sergeant, glaube ich. Aber er ist abergläubisch. Wenn wir jetzt da reingehen und es geht schief, oh. Ich hoffe, die Beförderung geht jetzt nicht in den Eimer. Schauen wir mal. Eine Gruft. Die Spitze einer Pyramide war bereits nahezu unter dem Sand vergraben. Es war vermutlich ein Grab, das vor einer uralten Zivilisation errichtet worden war. Eine kleine Öffnung führte in die Dunkelheit hinab. Na, so dunkel ist es gar nicht mal. Wir betraten die dunkle Gruft, sie war seit Jahrhunderten nicht betreten worden. Inmitten des kleinen Raumes befand sich ein steinerner Sarkophag. Sergeant Lawrence Sampson schien aufgebracht über unsere Entweihung dieser heiligen Stätte zu sein und warte uns davor, die Götter zu erzürnen. Kollege, du bist ein britischer Sergeant. Das erwarte ich von unserem Speer, aber dass du so abergläubisch bist, das ist irgendwie komisch. Aufmachen! Der Geruch der Verwesung erfüllte die Luft, als wir die schwere Steinplatte vom Sarkophag hieften. Darin befand sich eine perfekt erhaltene Mumie. Bevor wir uns versahen, stöhnte sie auf und schlurfte bedrohlich auf uns zu! Oh mein Gott! Fucking Mumie! Und ich habe keine Kampf-Dinger dabei. Okay. Ja. Ich bin gespannt. Ich habe das Gefühl, fliehen wäre eine ziemlich gute Idee, bevor wir drauf gehen, aber Risk no fun! Oder so ähnlich. Was bringt denn zweimal... Was ist das überhaupt für ein Würfel? Erzähl mir das doch mal, Spiel. Was ist das für ein Würfel? Hier. Überwachung. Schild 1. Na, warum nicht? Das brauchst du wahrscheinlich auch, weil sonst ein Umfeld mit den wenigen Lebenspunkten. Roll! Hui, das sieht nice aus. Starke Verteidigung. Das bringt aber nichts. Ich weiß nicht, wie viel Schaden die Mumie machen wird. Das ist das Problem. 20 Lebenspunkte ist nicht wenig. Und ich hab doch gar keine Angriffswürfel, oder? Oder was ist das hier? Nee. Verteidigung. Yo. Der Typ ist tot. Heimweh. Nee, der Typ ist fast so gut wie tot. Ja toll, ich muss eigentlich fliehen. Ich habe keine Angriffskraft mit der Gruppe hier. Okay, wir mussten einen Speer zurücklassen, weil seine Wunde zu schlimm war. Yay.
Wir sind verletzt. Wir haben unseren Speer verloren. Okay, also diese Gruppe ist nicht gut geeignet für Kämpfe, weil wir können nicht kämpfen. Merken wir uns. Ich kann aber von hier aus bis zu der Wüste jetzt kommen, wo das Fragezeichen ist. Ich gehe mal ganz stark davon aus, weil der Kompass sagt, naja, ähnliches, dass das da die Pyramide sein müsste. Jawohl. Goldene Pyramide war ein Zeichen unseres finalen Triumphs. Alle Hindernisse zum Trotz hatten wir überlebt. Nach all meinen Mühen überkam mich enormer Stolz. Ich wusste, dass der Name Marie Curie ewig eingetragen wird mit dem Wort Erfolg gleichbedeutend sein würde. Ah ja. Okay. Das heißt, der Abschluss einer Mission mit der Goldenen Pyramide ist... Es ist ein bisschen unepisch, Leute, muss ich sagen. Ich meine, die Goldene Pyramide wäre für mich irgendwie so das Endziel der letzten Expedition. Aber zwischendurch bei jedem Run wieder eine Goldene Pyramide zu finden... So ein bisschen, naja. Aber gut. Neue Welt, Geschwindigkeit, Goldene Pyramide, abschließen. Und wir haben definitiv die Wette gewonnen. Für wahr! Das heißt, eine Runde geht auch relativ schnell, wenn man sich auf die Pyramide konzentrieren kann. Bitte, dankeschön, hurra! Warum habe ich hier diesen komischen Rahmen, bitteschön? Warum sind da keine Leute? Warum ist hier dunkel? Scheiß Kameraperspektive. Aber wir haben, glaube ich, mehr Fans hier stehen, ne? Weil wir auch den Ruhm jetzt mehr mitgebracht haben dadurch. Karrieremensch. Beförderung von Charakteren erhöht ihre Loyalität. Nett. Sprengstoffexperte. Weniger. Anthropologe kennen wir ja schon. Anfertigen von Studien. Für mehr Ruhm, wenn wir sie treffen wahrscheinlich. Kletterer. Wechsel Bewegungskosten. Nee, stärker Träger. Entweder Träger oder Karrieremensch, würde ich sagen. Loyalität ist bis jetzt nicht das Problem gewesen. Platz im Inventar. Semi. Aber, schwierig. Was meint ihr? Ich heirate mich! Klar, Timon. Habe ich komplett übersprungen, natürlich. Gott segne euch. Ja, Karrieremensch oder Träger. Ja, ich kann es nochmal. Karrieremensch, 50% Loyalität. Dynamit-Sprengradius plus 1. Anthropologische Studien für mehr Ruhm, wenn ich heimkehre. Reduzierte Bewegungskosten mit Überqueren von Hügeln, also was Kletterseile im Endeffekt machen. Und starker Träger, Tragkraft plus 2 von Haus aus. Ich tendiere zwischen Karrieremensch und starker Träger. Weil die Loyalität war bis jetzt kein Problem, aber wir wissen nicht, wie lange das halten wird. Und jemanden zu befördern und dadurch seine Loyalität wiederherzustellen, ist nicht schlecht, glaube ich. Ihr seid für Träger? Okay, nehmen wir Träger. Yay! Oh, so geil, wie die hüpfen. So. Wie viel Ruhm bekomme ich denn jetzt? Zeig mal her. Hui, sind einiges in Schätzen mitgebracht. Wir haben gut aufgeschlossen durch unseren Zeitbonus, wie es aussieht. Aber um die beiden einzuholen, muss ich noch einiges mehr machen. Heieiei. Ich musste bis jetzt einmal klettern, Chardon. Einmal nur. Weil alles, was Wüste oder Wälder war, war nicht klettern, das war ja durchschlachten mit der Machete theoretisch. Die goldenen Dschungel mit mehreren... Was ist das ganz linke Feld denn, bitteschön? Sieht auch irgendwie aus wie so eine Art weiterer Tempel. Wir haben den vergessenen Nordpolregion, das DLC-Gebiet. Zweimal Nordpol, ja. Leute, Nordpol oder Dschungel? Für Felder. Die Felder sind identisch, wie es aussieht, ja. Ne, halt, eins ist anders. Das dritte hier von links, dieses komische mit dem grünen Symbol. Und hier ist es ganz links, einfach nur so eine Art Waldebene oder so. Okay. Dschungel. Lieber in den Dschungel. Na gut, dann nehmen wir den Dschungel. Sparen wir uns das Eisgebiet für später auf.
Timon, tut mir leid, du wurdest übergangen. Nachdem ich die ganze Nacht kein Auge zugetan hatte, verstaute ich meine Ausrüstung auf dem Schiff. Der Kapitän war noch nicht eingetroffen, also vertrieb ich mir die Zeit, indem ich einige Steine übers Wasser tanzen ließ. Der ältere Herr schien zu gleichen Teilen von Freude und Neid erfüllt. Er hatte daran gezweifelt, dass wir innerhalb von 80 Tagen zurückkehren konnten, aber wir hatten ihn eines Besseren belehrt. Er beglückwünschte mich und belohnte mich für unsere Mühen. Plus 80 Pfund. Nice. Ja, es ist gut. Wir erhielten Geld als Lohn für unsere Taten. Ein einbeiniger Jäger bat höflich um meine Aufmerksamkeit. Er berichtete mir ausführlich über eine böse Hyäne namens Snarfrattel. Snarfrattel. Er verabschiedete die Kreatur im tiefsten Herzen. Er versprach mir eine angemessene Belohnung, wenn ich sie töten würde. Nö. Ich weigerte mich, das Tier zu jagen. Ich würde mich nicht vom Ziel meiner Expedition ablenken lassen. Meine frühere Expedition hatten keine große Beachtung erlangt, also war ich nicht überrascht zu sehen, dass unsere Abreise keine große Aufmerksamkeit blablabla. Wir haben einen Kultisten gefunden. Okay. Er kann kämpfen, wenn wir es denn wollen. 3 Loyalität. Koka-Experte erhöht durch Koka-Blätter den Genuss, die wir dabei haben. Das würde sogar klappen. Okay. Und paranoid, leidet unter genereller Misstrauischkeit gegenüber anderen. Ja, okay. Louis Moses. Wir haben Moses dabei, Leute. Wollen wir Moses mitnehmen? 2 weitere Trageplätze und 3 Loyalität. Also ich hoffe mal, wenn wir nicht allzu viel Sanity verlieren, dann dürfte der was drauf haben. Hoffe ich. Oh, Ranger hat so recht. Oh, den müssen wir mitnehmen. Den müssen wir definitiv mitnehmen. Ich will wissen, ob der Kultist zusammen mit der Schwester ein bisschen wieder herumschwänzelt. Ich glaube es auch nicht, Timon. Deswegen, ich habe bei Misstrauischkeit gerade auch lesen müssen, was da stand. Ui, wir haben hier einige Sachen. Eine kleine Sonnenblume in Initialen TT wurden auf die Rückseite eingraviert. Ein Schatzpendel, verbraucht kein Gewicht, kostet aber 20. Huh. Wir gehen in den Dschungel, also dieses Mal definitiv Macheten. Ja, mal 5 Stück mit. Schokolade kann man immer gebrauchen, vor allem weil die gut zum Eintauschen ja war bei den Eingeborenen. Feuerwerk kann benutzt werden, Aufmerksamkeit von Gegnern abzulenken und unentdeckt durch gegnerische Zonen zu reisen. Wir wollen ja sowieso drumherum laufen, also lassen wir das mal. Ein Verbandskasten vielleicht zum Heilen, aber na, ich gehe davon aus, dass wir in keine Kämpfe geraten. Also nichts, was Heilung ist. Kein Risiko, aber auch eben kein Konter dagegen mitnehmen. Was ist hier nochmal? Regel Nummer 1. Das wichtigste Utensil eines jeden ernstzunehmenden Abenteurers. Ein Seil. Regel Nummer 2. Verlasse niemals das Haus ohne eine Schaufel. Kann benutzt werden, um Dinge auszugraben. Joa, ne? Ich würde sagen, eine Fackeln wieder noch dazu, damit wir ein bisschen Vorräte auffrischen. Den Rest haben wir ja soweit. Ich würde sagen, das reicht. Sollte eigentlich reichen. Wir können Segel setzen. Was sagt unsere Karte? Expedition Nummer 3. Wir haben... Unser Schiff muss erstmal im Berg ausweichen. Sehr guter Steuermann. Voll rumfahren. Uiuiui, Leute, das sieht nicht gut aus. Sieht aus wie die Startkarte, die wir eben hatten. Nee, ich will noch keine Schaufel mitnehmen, Charon. Noch nicht. Was uns auch immer hier erwartet, ich werde uns beschützen, sagt der Sergeant. Ja, seine Stats sehen gar nicht mal so schlecht aus. Ich war dem Anblick von Wasser bereits müde geworden, als wir die Stätte unseres nahenden Abenteuers erreichten. Die fremde Landschaft wartete nur darauf, erkundet zu werden. Wasser auffüllen, glaube ich, brauchen wir zwar nicht zwangsweise hier in dieser Gegend, aber ich nehme es natürlich trotzdem mit. Wir können es ja nachher... Sie scheinen Wasser sehr zu mögen. Du etwa nicht, Alte? Ich trinke gern Wasser, ich überlebe gerne, deswegen ist es so ein Nebeneffekt von Wasser, ich weiß ja auch nicht. Okay, los geht's. Was sagt denn mein Kompass? Gibt es irgendeine generelle Richtung? Nordosten bis Nordwesten. Gut, wir müssen schon mal nicht nach Norden. Das grenzt es alles ein.
Ja, gut, ich tippe mal, was ist das denn da? Skulptur eines Gesichts. Was? Okay, ist es ein Fragezeichen vielleicht? Dann muss ich da schon mal direkt in die Richtung watscheln. Karte, bitte spiel mit. Dichterdschungel, dann gehen wir erstmal dahin. Um möglichst wenig Dschungel zurückzulegen oder zurücklegen zu müssen, gehen wir da ins Fragezeichendorf, würde ich sagen. Hacke Peter, Dschungel weg. Ich habe eine Mango verloren. Warum habe ich eine Mango verloren? Schlecht geworden wahrscheinlich. Ah, okay. Müssen wir aufpassen. Was ist das? Ich habe gar nicht gesehen, was wir gerade betreten haben. Ach, eine Mission ist das. Okay. Wir gingen durch das Tor und wurden von einem alten Missionar gegrüßt. Er war sichtlich erleichtert, neue Gesichter zu sehen, da er länger als ihm lieb gewesen war, in Abgeschiedenheit gehaust hat. Er begrüßte Schwester Zoe herzlich und versicherte uns, dass wir jederzeit unter seinem Dach Obhut finden würden. Das ist schön. Ich muss mich zwar jetzt noch nicht wirklich ausruhen, aber ich kann ja mal handeln. Zeig mir deine Vorräte. Du hast nichts Interessantes für mich. Dann lassen wir das doch mal, würde ich sagen. Obwohl, ich könnte hier theoretisch tauschen für Dynamit, weil ich ja hier nicht Geld tausche, sondern Vorräte. Was will er denn für ein Dynamit haben? Eine Schokolade. Warum nicht? Der Skulptur auf der Nase rumtanzen. Stimmt, die Mangos könnte ich verkaufen. Ja, das ist eine nette Idee. Dann machen wir das so. Ich nehme zwei Mangos. Ja, ein Dynamit, Leute. Zwei Mangos. Also wenn wir... Die Obststände bei euch in der Stadt, die sind reich. Die könnten ganze Dynamitvorräte kaufen von den ganzen Mangos, die die rumliegen haben. So viel wert sind die. Wer weiß, Thymon, wer weiß. Das klingt gut. Handeln. In der Mission ausruhen. Wir haben hier 1, 2, 3 Leute dafür. Nee, das ist mein Kultist, Entschuldigung. Das ist Marie und das ist Bruder Josiah, der Missionar. Nee, danke, Bruder Josiah, du musst verzichten. Die Schwester Zoe ist schon hier auf der Abreise. Man sieht, wie sie schon vorm Tor steht und darauf wartet. Offenbar hat sie ein schlechtes Erlebnis mit Bruder Josiah gehabt. Deswegen, lieber lassen. Dann gehen wir mal wieder. Wir reichten ihm die Hand zum Abschied und er versprach, für uns zu beten. Und wartete auch für uns zu beten und warteten auch bereits neue Entdeckungen auf uns. Toller Satzbau. Louis Moses teilte mir mit, dass er beschlossen hat, in der Mission zu verweilen. Er sprach davon, Menschen in Not helfen zu wollen. Es gab nichts, was ich tun konnte, um ihn von dieser Entscheidung abzubringen. What? Wie viel Loyalität hatte der Kerl nochmal, Leute? Okay. Okay. Ja, ist gut. Was sagt der Kompass? Nee, Akis ist anscheinend noch nicht da. Ich glaube, der hätte sich zu Wort gemeldet. Ich habe erstmal die Mango auf. So. Plus 10, das ist nice. Der Kompass sagt... Ich tippe mal auf Osten. Wir können ja mal zu der Skulptur eines Gesichts gehen. Und schauen, was dann passiert. Nicht viel, offenbar. Na, dann halt nicht. Weiter Richtung Berge, wenn ich schon mal kann. Ich kann ja zumindest den Berg aufdecken, wenn ich nah genug dran stehe. Oder auch nicht. Ich muss das Feld oder das Feld gehen. Na gut, dann gehen wir auf das Feld hier. Es ist ein Höhleneingang. Ja, warum nicht? Ich meine, er ist ja direkt in der Nähe, ne? Der Kompass sagt Südosten bis Nordwesten. Also eher südlich gelegen, dieser Tempel. Interessant. Die Pyramide. Dann gehen wir nochmal dahin. Und erkunden die Höhle. Wir können wieder unsere Fackeln benutzen. Glücklicherweise. Wir entdeckten eine Höhle. Ihre Öffnung schien tief in den Berg hineinzuführen. Wir benötigten eine Fackel, um die Geheimnisse der Höhle zu enthüllen. Sieht ziemlich leer aus hier drin. Wir entzündeten eine Fackel und stiegen in die Dunkelheit hinab. Wir fanden eine Kammer. Die Wände waren mit erstaunlichen Exemplaren von prähistorischen Malereien verziert. Wir machten uns daran, sie für zukünftige Forschungen zu dokumentieren. Hätten wir hier einen Maler dabei haben müssen oder was bekommen wir jetzt dafür? Neue Welt entdeckt. Hat es jetzt irgendeinen Bonus überhaupt ergeben? Bekommen wir jetzt mehr Ruhm dadurch oder merkwürdig? Na schön, was machen wir nun? Ich würde sagen, wir gehen erstmal dahin. Kompass sagt, ja, Süden, Südwesten ungefähr.
kann das Ding hier mitnehmen, aber ich muss auf die Gebirgskette hier aufpassen. Die blockieren mich vielleicht gleich wieder. Gehen wir erstmal dahin. Entdecken eine Schamanenhütte. Uh-oh. Das klingt nicht so gut für mich, finde ich. Ich glaube, ich pushe noch ein bisschen die geistige Gesundheit, wenn ich ehrlich bin. Hügel haben wir immer noch nicht überquert bis jetzt. Zack. Jawollo. Hey. Achso, ich brauche... Ah, okay, das ist das 1 von 2. Ich brauche wohl jetzt 2 Punkte, Entdeckerpunkte, um sie befördern zu können. Deswegen auch kein grünes Plus neben dem Charakter. Okay. Guten Abend, mein Zocker. Freut mich, dass du es noch geschafft hast. Mach nicht, wenn du nicht lange kannst. Morgen gibt noch einen Stream. Morgen machen wir auch noch mal was. Ich weiß nur nicht, wie lange wir heute dieses Spiel hier machen. Wir sind jetzt in der dritten Runde, oder Leute? Ich glaube schon, ne? Das heißt, wir könnten... Ihr könnt ja nachher mal schreiben, aber nachher. Guckt erstmal ein bisschen weiter. Ja gut, komm. Wollt ihr nach dem hier Death Road, den langen Run, beenden? Oder wollt ihr, dass ich noch eine Runde hiervon spiele? Das ist jetzt auch mal eine Frage in den Raum geschmissen. So, Hütte betreten. Wir betraten eine geheimnisvolle kleine Hütte. In ihrem Inneren war es dunkel und feucht und allerhand getrocknete Kräuter und andere wunderliche Dinge hingen an den Wänden. Ein einheimischer Schamane näherte sich uns mit einem abwesenden Blick und kaute auf einigen Blättern herum. Um ein Seelenritual bitten. Warum habe ich das Gefühl, das will ich auf keinen Fall? Eine kleine Kiste hat der Schamane mit Zeug drin. Interessant. Kokablätter, Voodoo-Puppe, diverse Pilze, Schmuck und was haben wir hier? Buchseite der Kluft. Uralten Folianten. Worte darauf sind fremdartiges Schrift und weißt du genau... Was? Aber aus irgendeinem Grund weißt du genau, dass du sie lesen kannst. Was ist das bitteschön? Der Heimkehr? Der Zufall... Oh, wir haben Zaubersprüche gefunden, Leute. Die Kluft, der Heimkehr... Zufälligen Teleportation und fruchtbaren Ländereien. Wahrscheinlich kommen wir dann entsprechend auf den Orten auf der Karte raus, die hier stehen. Kluft wahrscheinlich halt irgendein Abgrund, also nicht im Abgrund, aber vielleicht bei einem Abgrund. Und fruchtbare Ländereien auf einer Grasebene oder sowas. Tschüss, mein Zocker! Was haben wir denn noch? Voodoo-Puppe. Um deinen Rivalen ins Unglück zu stürzen. Oh. Das klingt gut. Das gefällt mir. Und ein Pilz, der uns alle Probleme und Sorgen kurzzeitig unterdrücken lässt, wenn wir ihn konsumieren. Schick. Also das wäre gar nicht so schlecht, wenn wir mal wirklich im Sanity-Notstand sind. Ja. Wir müssen Feuerwehrmanns Seele retten durch eine Reise nach Kanada. Ah. Ich könnte noch ein paar Coca-Blätter kaufen. Moment, wer von unseren Leuten war nochmal Coca-Freund? War das nicht er hier? Nee, Gebirgsjäger und Abergläubisch. Sie war es ja auch nicht. War das unser Speer, ne? Ha. Eine Voodoo-Puppe. Oh, eine Voodoo-Puppe ist aber sauteuer. Sauteuer. Coca-Blätter. Ich glaube, die verfallen nicht. Die Schokolade wird er natürlich gerne nehmen. Das ist ja immer so eine schöne Sache in diesem Spiel hier. Hier, nimm all mein Wasser. Du hast noch nicht genug Wasser hier. Nimm all mein Wasser, du kannst es brauchen. Eine Voodoo-Puppe verbrennen, um... Ja gut, das ist uns wert, Leute, für Schokolade. Wir brauchen aber nicht so viel Schokolade wahrscheinlich. Und haben immer genug Geldmittel eigentlich dabei. Das Ding ist auch maximal teuer. Okay, roter Pilz heilt, blauer Pilz mehr Sichtweite, lila Pilz Ignore-Pilz, grüner Pilz offenbar gegen allerlei Leiden, wahrscheinlich sowas wie Krankheiten oder so. Aber der gelbe Pilz, ach Moment, erhöhte Tragekapazität. Ich dachte gerade, da steht gar nichts bei, entschuldigt, habe ich jetzt falsch gelesen. Nee, ich glaube, wir lassen auch. Machete ist nicht genug wert. Kletterausrüstung könnte ich einmal hingeben. Bin ich da drüber? Nee, da bin ich nicht drüber. Ja, komm, zum Ausprobieren. Kommt. Eine Voodoo-Puppe, bitte. Eine Voodoo-Puppe, bitte. Aber ich will kein Seelenritual. Nein. Ich weiß nicht, was es ist und das werde ich diesmal auch nicht ausprobieren. Gott will uns den Weg weisen, wenn wir nicht irgendeinen komischen Kultisten über den Weg laufen. Wahrscheinlich kann ich die Puppe benutzen,
um den Fortschritt von dieser Anzeige hier zu verringern, falls wir spät unterwegs sein sollten. Es ist aber gar nicht mal so gut, weil ich im Endeffekt sowieso schneller sein will als die für mehr Ruhm. Kompass. Nordosten bis Süden. Also müssen wir eher nach Osten gehen ab jetzt. Wir sind da. Da sind Berge. Aber hier unten ist ein schöner gerader Weg, der mich wenig Sanity kosten wird.